Seid ihr bereit? Ich hab gehört. Heute Abend geht's hier richtig ab. Stimmt das? Hab ich das richtig gehört? Schreibt mal bitte Hashtag Mysteries in Chat, wenn ich's richtig gehört hab. Scheiße, ey, die haben mich gesehen, ey! Die haben mich gesehen, ey! Scheiße jetzt! Jetzt ist zu spät! Sicherheitsdienst! Vom Sicherheitsdienst erwischt! Meine lieben Freunde! Ich hoffe, euch geht's gut! Heute gehen wir dem Paranormalen auf den Grund! Bei Nacht! Euren paranormalen Geschichten, euren Gruselgeschichten, endlich wieder. Es ist wieder soweit. Leute, das ist ja crazy, schreibt hier York Mom. So sieht's aus. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ey, ich hoffe, euch geht's sehr gut. Ich hoffe, euch geht es sehr gut. Ah, ist das schön. Freunde, mal wieder auf YouTube hier am Start. Schaut euch das an. Heute gibt es mal wieder eure Horror-Stories. Ich freue mich jetzt schon darauf. Falls ihr noch nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, ich möchte es ganz kurz erklärt haben. Und zwar, wir werden heute auf 6 eurer Horrorgeschichten reagieren. Dabei habt ihr wieder ein ungefähres Zeitlimit von 10 Minuten pro Geschichte. Wir werden uns 6 Geschichten, wie gesagt, anhören. Alles, was ihr dafür tun müsst, um eure Geschichte zu erzählen, ja, das muss nicht zwingend paranormal sein. Es kann auch irgendwie generell eine Horror-Experience sein, irgendwas Gruseliges, wie dem auch sei. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Beschreibung dieses Livestreams zu schauen. Dort ist auch eine Anleitung verlinkt. Es läuft alles über meinen Discord-Server, den ich habe. Das ist komplett kostenlos. Kann man sich runterladen auf dem Handy, auf dem PC oder welches Endgerät ihr auch immer nutzt. Vielleicht benutzt ihr auch eine Kartoffel angeschlossen an irgendwas anderes mit einer Batterie noch. Kann sein, keine Ahnung. Dann wird man euch vielleicht schlecht verstehen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, auch wenn ihr mit der Kartoffel gerade den Stream schaut, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal in die Beschreibung schauen. Und da gibt es dann eine Anleitung, wie ihr das Ganze macht. Und es gibt natürlich wie immer ein Gewinn, ja. Die Person, die die spannendste Geschichte aus Sicht der Community erzählt, ihr werdet am Ende wieder abstimmen, gewinnt nämlich ein Holy-Probierpaket und, ich zeig's euch, eine Holy-Glasflasche. Warte mal, ist gar keine Glasflasche, das ist sogar eine Thermosflasche, Mann. Sogar eine Thermoflasche, guckt euch das an. Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, ein cooler Gewinn, meiner Meinung nach. Ich feiere die Thermoflasche von Holy sehr ab. Und mit dem Probierpaket kann man sich natürlich auch einfach mal durchprobieren, so wie man das möchte. Dementsprechend, ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass heute hoffentlich viele ihre Geschichte erzählen werden. Ja, ich werde gleich auch schon mal einen Blick auf den Discord werfen. Wir haben heute leider keine Vorabprüfung, ist aber nicht schlimm. Das heißt, ich werde einfach spontan hingehen und euch reinziehen und mit euch quatschen dann, ne? So machen wir das auf ganz entspannt und ich feiere das halt auch ab, diese Horror-Stories. Es ist ja nicht nur Grusel, sondern es ist auch mal, weiß nicht, einfach cool mit euch zu quatschen. Es freut mich immer wieder. Der Link funktioniert nicht, wird hier reingeschrieben. Das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen. Der läuft nämlich immer einmal im Monat ab oder so. Du hast vollkommen recht, den werde ich jetzt einmal aktualisieren und nochmal hier in den Chat schicken. Gut, dass du das sagst. Ohne Scheiß. Gut, dass du das sagst. So, warte. Ich packe euch den hier als angepinntes Kommentar in den Chat. Discord-Server-Link. So, das pinne ich euch dann auch direkt nochmal an und da sehe ich auch gerade. Oha, Leute, da sind schon die ein oder anderen Superchats. Vielen lieben Dank dafür. Einmal an Lucky mit Demk für 10 Euro. Hi Leon, ich will mich für deine mega geilen Videos bedanken. Ey, ich bedanke mich bei dir für die Donation und für die lieben Worte. Wirklich, vielen herzlichen Dank dafür. Und ich kann dir versprechen, demnächst kommt auf jeden Fall auch noch geiles Zeug. Das sei auf jeden Fall gesagt.
Ne, auch vor allen Dingen jetzt auch die, der letzte Teil der Tour mit Mike wird sehr, sehr crazy. Das kommt diesen Sonntag. Da könnt ihr euch echt auf was gefasst machen. Patrick Schuster, 2 Euro, Charlottenhöhe in Schönberg. Danke dir, Patrick, für die 2 Euro. Und ja, das ist tatsächlich ein Ort, den habe ich auf der Liste. Wurde mir auch schon öfter, wenn nicht sogar von dir auch empfohlen. Genau, deswegen vielen lieben Dank dafür. So, und ich aktualisiere jetzt auch nochmal ganz kurz den Link in der Beschreibung, dass das auf jeden Fall dann auch aktuell ist. So, falls ihr auf den Discord-Server kommen möchtet, ich habe euch das in dem Chat angepinnt, den Link. Ansonsten in der Beschreibung ist er jetzt auch aktualisiert. Ihr müsstet nur natürlich einmal die Seite oder den Stream aktualisieren, damit auch der aktualisierte Link in der Beschreibung auftaucht. My bad an der Stelle, ich wusste nicht, dass der Link abläuft, aber jetzt ist er wieder verfügbar. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich schon auf euch. Ich gehe auch mal, damit ihr es seht, in den Live-Talk rein. Wir haben jetzt alleine schon 5 Personen, die hier im Warte-Channel sind. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ey, ich bin so gespannt. Ich freue mich, euch zu hören, Leute. Ich freue mich, euch zu hören. Mensch, wessen Stimme man da gleich so hören wird. Und es ist ja auch ganz cool, weil auf dem Discord-Server, da erzählen die Leute auch hier und da mal so ihre Horror-Stories. Ich habe einen eigenen Channel extra für Horror-Stories. Und da kann man natürlich dann auch mal seine Horror-Story erzählen. Und ich schaue auch immer wieder rein auf dem Discord-Server. Deswegen, ja, vielleicht gefällt es euch ja generell. Der Community-Discord ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ey, und Leute, ich schwör's euch, ich fühle mich sehr, sehr geschmeichelt durch die Donations, die gerade reinkommen. Ehrlich, Verena mit 6 Euro. Leider nichts dazu geschrieben, aber Verena, ich danke dir vom Herzen für den Support. Super lieb. Ein Hunde-Smiley mit dazu geschickt. Vielen lieben Dank. Und Gott ist wieder am Start und haut 10 Euro raus. Projekt Schutzgeld, damit hoffentlich nicht wieder so etwas passiert wie mit diesem Pünktchen von Nachbarn. Gibt es zwecks Anzeige da schon Neuigkeiten? Tatsächlich gibt es da noch keine Neuigkeiten. Also, ja, wundert mich auch ehrlicherweise nicht. Sowas zieht sich natürlich, sowas dauert. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das sich bestimmt über Monate ziehen wird. Also ich denke nicht, dass wir da jetzt innerhalb der nächsten Zeit irgendwelche Neuigkeiten haben werden. Und wenn ich sie habe, dann werde ich sie auf jeden Fall natürlich an euch weitertragen, sofern ich das darf. Ne? Sofern das im rechtlichen Rahmen ist, wenn man mal so sagen darf. Ne? SH ist auch mal wieder am Start. Seit 35 Monaten auf der Heldenstufe. Hallo Leon, ich wollte mich mal erkundigen, wie es dir und deiner Regierung geht. Alter, wie es die Regierung geht? Wie soll ich denn wissen, wie es der Regierung geht? Ich glaube, du meinst Familie, oder? Ebenso, ob du gegebenenfalls geplant hast, in den nächsten Monaten mal Richtung Schweiz zu kommen. Jetzt noch dem letzten Punkt, dein Shop ist almost empty. Mein guter SH, also Schweiz ist tatsächlich innerhalb der nächsten Zeit jetzt nicht unbedingt in Planung. Eher Österreich, aber das liegt ja nicht so weit auseinander. Aber wenn, dann sage ich auf jeden Fall frühzeitig auch per Story auf Instagram Bescheid. Ich danke dir für die Heldenstufe, mega geil. Und du hast recht, wir können mal ganz kurz Werbung in eigener Sache, aber auch weil es mich gerade selber mega interessiert, wie viele Sachen vom Merchandise eigentlich noch da sind. Ich weiß, die T-Shirts sind so gut wie ausverkauft. Also da gibt es kaum noch welche. Manche. Oh, Tatsache, Alter! Junge, ey, ihr seid crazy! Ihr seid crazy! Schauen wir doch mal, guck mal. Wir haben hier. Passt auf, wir machen Bildschirmübertragung. Guckt euch das an. Wir haben nur noch 2 in der Größe 3XL von den T-Shirts. Danach alles weg, alles weg. Ich glaube, Hoodies sind noch ein paar übrig. Gucken wir mal bei Hoodies rein. Aber auch nicht mehr so viele. Schauen wir mal, schauen wir mal. Tatsächlich, ja. Hoodies sind noch ein paar mehr da. Wir haben hier noch Größe S 3 Stück, M9, 7 in Größe L, 14 in XL. Und von den Größengröße sind auch wieder weniger nur noch am Start. 2XL nur noch 3 Stück, 3XL 5 und 4XL 8 Stück. Ja. Ey, krass, Leute. Wirklich an der Stelle vielen lieben Dank für alle, die eine Bestellung aufgegeben haben. Super, super korrekt von euch. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Qualität, mit den Produkten. Und wirklich dickes Danke an jeden, der da eine Bestellung aufgegeben hat. Ne? Ja, ansonsten, ich sehe auch hier gerade nochmal Ernesti Taucher, willkommen bei Stufe 2, herzlichen Dank. Und Lucky mit dem K, nämlich 20 Euro, immer gerne, ich freue mich. Alter, einfach mal ein 20, ey, ich danke dir. Und danach nochmal ein 20. Was ist denn los? Vielen herzlichen Dank, ey.
Dickes, dickes Danke an der Stelle. Krass, das ist wirklich nicht wenig Geld. Ich danke dir vom Herzen und ich verspreche dir, dass dieses Geld auch in die zukünftigen Projekte einfließt. Richtig cool. Und Katharina Mafka mit dem Glückseuro, auch dir vielen Dank. Genau, Leute. Also ich würde sagen, ja, wir können tatsächlich reinstarten mit der ersten Horrorstory, oder? Was haltet ihr davon? Was sagt ihr? Oh, guck mal, so viele Leute kommen gerade auf den LeonTV-Server, dass hier tatsächlich bei mir gerade steht, verdächtige Beitrittsaktivität auf LeonTV-Community-Server erkannt. Krass, okay. Weil so viele gleichzeitig reinkommen, das ist sehr interessant, das hatte ich auch noch nie. Und, Alter! What the hell? Okay, ich sehe gerade, SH hat 20 Mitgliedschaften für LeonTV verschenkt. What the hell? Vielen Dank. What the hell? Einmal ein Herz in den Chat dafür. Alter, da merkt man, SH ist zurück. Einfach mal 20 Mitgliedschaften. Ja, schönen Dank und ey, willkommen an alle neuen Mitglieder. At Hubi. Heißt das, dass das an Hubi gehen soll, die 20 Euro? Kannst ja gerne nochmal reinschreiben, Lucky mit dem K, dann weiß ich Bescheid, dann geht das auf jeden Fall an Hubi. Ich würde dir da aber auf jeden Fall empfehlen, bei Hubi direkt was dazulassen natürlich, weil hier, wenn du auf YouTube was rein donatest, geht natürlich immer ein kleiner Betrag noch an YouTube. Und dementsprechend macht es da immer mehr Sinn, wenn du zum Beispiel was für Hubi da lassen möchtest, das bei Hubi direkt im Stream zu machen, ne? Das sei auf jeden Fall gesagt. Genau. Regierung ist seine liebe Frau gemeint. Ah, okay, das war die gute Autokorrektur. Meiner Frau geht es sehr, sehr gut. Meiner Fastfrau. Die ist gerade mit dem kleinen Mann beschäftigt, wird den gleich ins Bett bringen und ja, ich hoffe, das auch erfolgreich. Sonst muss ich notfalls mit einspringen, aber das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin. Leider muss ich jetzt meine Kids ins Bett legen. Ey, ich weiß genau, fühle das komplett. Easy peasy, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, dass du deine Kinder gut ins Bett bringen kannst. Angel Me 81 und Leo, danke dir auch für 6 Euro. Vielen lieben Dank, ehrlich. Ey, was geht hier ab im Chat? Das ist echt krass. Das ist echt krass dafür, dass es weitergeht und wir weiterhin so schöne Videos sehen dürfen. Ganz liebe Grüße, Marcel und Svea. Ey, Svea und Marcel, auch an euch vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle hier seid. Wir sind jetzt schon über 600 Zuschauer. Wir haben gerade mal reingestartet in den Stream. Aber ich sehe schon, ihr habt Bock. Schreibt doch mal, Leute, eine 1 in den Chat, wenn ihr sowas abfeiert. Zuschauer-Horror-Stories und wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Ey, aber wir haben es hinbekommen. Der letzte Stream mit Zuschauer-Horror-Stories war, glaube ich, Mitte Februar. Es war zu Valentinstag, ne? Stimmt, das war zu Valentinstag. Ja gut, dann haben wir März, haben wir leider nicht hinbekommen. Aber ich habe gesagt, ich will öfter sowas machen. Und mir macht das natürlich auch immer sehr viel Spaß. Aber wir sind ganz gut dabei. Wir sind ganz gut dabei, würde ich sagen. Ne? So ungefähr einmal im Monat, das kriegt man schon hin. Ja, ich würde sagen, wir machen es wie folgt. Ich muss mir noch einmal hier, wie heißt denn das nochmal, diese Countdown-App oder so. Dass wir hier uns immer so einen Timer auch einblenden können. Das wäre nämlich perfekt. So. Aber wir können auch schon mal reingehen und ein bisschen in Stimmung kommen. Schaut mal, Leute, ich habe sogar extra hinter mir. Auf ganz wunderschön habe ich mir die Kerze angezündet. Und, creepy. So. Oh ja. Das ist die Creepy Ambience. Also Freunde, lehnt euch zurück an der Stelle. Falls ihr heute Abend noch nichts zum Essen habt, dann könnt ihr euch gerne eine Kleinigkeit bestellen. Wir machen nämlich erst YouTube-Stream hier wieder, bisschen Reacts auf eure Horror-Stories und später geht's dann rüber zu Twitch und da machen wir dann noch Reacts auf YouTube-Videos. Ne? Da habe ich auch schon 2, 3 sehr, sehr spannende Videos rausgesucht. Ton etwas lauter wird hier schon reingeschrieben. Können wir sehr, sehr gerne machen. So, warte. So, alles klärchen. Es ist ein bisschen lauter. Wenn es zu laut sein sollte, dann einfach Bescheid geben. Und wir haben hier wieder einen Countdown von insgesamt 10 Minuten. Ah, nee, das ist jetzt 1 Minute. Probieren wir das Ganze mal aus, ob es klappt.
Da oben haben wir ihn. Sehr gut. Da oben haben wir ihn. Der gute alte Countdown. Okay. So. Da oben rechts in der Ecke seht ihr jetzt den Countdown. Wir haben, wie gesagt, immer 10 Minuten in etwa Zeit. Wenn eure Horrorstory mal ein bisschen länger oder kürzer geht, dann ist das gar kein Thema, ne? Das ist nur zur groben Orientierung. Wenn wir jetzt merken, jemand labert 20 Minuten, was denke ich eh nicht der Fall sein wird, dann werde ich euch früher oder später irgendwann unterbrechen und sagen, jo, kommt mal zum Punkt oder so. Aber damit wir eine grobe Orientierung haben, hier der 10 Minuten Countdown. Okay. Da würde ich sagen, meine lieben Freunde, fangen wir langsam aber sicher an. Kommen in die richtige Stimmung. Wir werden jetzt gleich die erste Person reinziehen. Wir haben jetzt schon bestimmt, boah, keine Ahnung, was sind das, 8, 9 Leute oder so, die schon im Warte-Channel sind. Also alleine von diesen Personen werden uns 6 leider drankommen. Aber ich wünsche euch allen dann natürlich ganz viel Glück, dass ihr die Gelegenheit bekommt, eure Geschichte zu erzählen. Vorher danke mal an Kati Welt für 5 Euro. Und hier kam gerade noch eine Spende rein. Kommt in Zukunft was im Conjuring-Haus, wie es mal Dennis gemacht hat? Wäre voll geil. Also ich sag dir ehrlich, für dieses Jahr ist Amerika nicht geplant, weil ich so viele andere geile Projekte habe, die auch alle sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher nächstes Jahr was wird. Ne? Aber da, wenn jetzt eine Amerika-Tour geplant ist, dann sage ich euch da eh früh genug Bescheid. Ja, dementsprechend ist jetzt erstmal nicht geplant, aber grundsätzlich auf jeden Fall ist es auf der To-Do safe. Nur nicht für dieses Jahr. Auch Andreas, dir auch, ey, vielen herzlichen Dank für den 10er. Sehr, sehr lieb von euch, Leute. Dickes Danke an alle, die hier zusätzlich rein supporten und Superchats da lassen. Ne? Richtig, richtig nice. Aber ich würde sagen, it's time. Es ist soweit. Wir fangen an mit der ersten Horrorstory. Wen ziehe ich denn jetzt mal rein, Leute? Wen ziehe ich rein? Ich würde sagen, ich ziehe eine von der Person rein, die hier schon sehr, sehr lange drin war. Der Templer. Der Templer. So, gucken wir doch mal. Warum macht er jetzt diesen Song wieder hier? Das soll er gar nicht. Hallo? Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz Toneinstellungen. Okidoki. Dann ziehen wir den Templer jetzt mal rein. Der Templer? Hi, was geht? Ey, der Templer, Mann, was geht, was geht? Hi, was geht? Ja, ich hab ne Horrorstory parat. Ja, sehr schön, das habe ich mir fast gedacht, mein Guter. Soll ich dich der Templer auch nennen? Also sollen wir dich der Templer nennen? Nenn mich bitte Ramboratte. Ramboratte? Ja, das ist mein normaler Name auf Discord, aber das habe ich nach einer Zeit angegeben. Also ich wollte erst fragen, wie man auf der Templer kommt, aber jetzt muss ich ja fragen, wie kommt man auf Ramboratte? Ja, gute Frage, durch einen Kollegen, ne? Durch einen Kollegen? Wieso ist der so eine Ramboratte oder was? Nee, weil ich habe ja selber, ich will jetzt auch keine Eigenwerbung betreiben, jetzt bitte nicht falsch. Du hast einen YouTube-Kanal, komm, sag es. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, ja. Aber okay, warte. Doch, easy, du darfst jetzt Eigenwerbung machen, wir gucken uns den mal an. Ist das okay für dich? Können wir uns den mal angucken? Nee, bitte nicht. Nicht? Okay, dann doch keine Eigenwerbung. Also alles easy. Musst du auch nicht. Nee, ist das so halt einfach für einen privaten Zweck? Nein. Tut mir leid, ich bin ein bisschen nervös gerade, weil ich... das ist halt sehr ungewohnt für mich, ne? Easy going. Brauchst du wirklich nicht. Also die Leute, die sind alle ganz entspannt hier. Schreibt mal eins in den Chat, wer auch nervös wäre. Ich glaube, alle wären hier nervös. Oder viele. Deswegen, Da brauchst du dir wirklich gar keine Gedanken machen, ne? Also, die Sache ist halt, wenn du dich versprichst oder so, dann berechne ich halt immer pro Versprecher 5 Euro und das läppert sich halt bis zu 100 Euro. Und das, okay, das wird dann nachher in Rechnung gestellt, ne? Ja, das machen wir. Nein, Quatsch. Easy going. Also, ich freue mich... Ja, ich weiß schon. Natürlich ist das Spaß. Alles gut. Genau, ich freue mich einfach, wenn du deine Story erzählst und da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Ja, ey, dann will ich dich gar nicht lange aufhalten. Wir haben alle Bock, dann hau einfach mal raus, mein Guter. Ja, also die Story ist halt so, ich habe halt einen Kollegen, dem gehört halt ein Restaurant, ein China-Restaurant. Und du musst halt verstehen, das war halt nicht in der Woche. All you can eat? Nicht all can you eat, das ist halt à la carte und so. Ah, okay. Und, ja. Aber es geht jetzt nicht ums Restaurant, einfach nur damit du weißt, wo ich halt war, ne? Also die Orte, wo das gespielt hat, das ganze Vorkommen, ne? Möchte ich mal so
ja, so bezeichnet. Ja. Also das Ding war, ich bin halt noch bis 2 Uhr mit bei ihm im Restaurant gewesen, weil ich bin halt schon 18, ne? Also nicht, dass du denkst, dass ich jetzt minderjährig bin oder so. Und ich wollte dann halt nach Hause, aber ich habe dann mal auf die Uhr geguckt, wie spät es ist, ne? So 2 Uhr, dann dachte ich mir so, nee, kann ich nicht mehr zu Hause ankommen, ne? Will ja nicht die Eltern. So. Und ich habe halt meine Oma, die wohnt halt auch in der Nähe von mir, musst du halt verstehen. Und die Oma, das wollte ich halt vorneweg nochmal sagen, die wohnt halt in einem Fachwerkhaus, was schon so 300 Jahre alt ist. Hat da eine Wohnung. Und vielleicht Krass. Ist das ja wichtig. Vielleicht kannst du dann ja, weiß nicht, irgendwie. Was ich komme persönlich ziehen, vorbei. Paranormal oder so, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. So. Mhm. Und das Ding ist halt, der Kollege hat mich dann halt bei meiner Oma dort vor der Haustür, ne? Rausgelassen. Ich bin dann halt nach oben gegangen. Und du musst halt verstehen, meine Oma, die hat halt so eine Haustür. Und da oben ist halt so ein kleines Fenster drin. Und ich habe dann halt mit voller Faust gegen das Fenster, was halt natürlich auch nicht gut ist. Das mache ich halt immer, weißt du, weil die hört halt einfach schlecht, ne? Mhm. Ist halt schwerhörig, meine Oma. Und das hätte die sowieso nicht geweckt, deshalb hatte ich da halt auch nichts zu befürchten oder so. Und ich bin dann halt in die Wohnung gekommen, habe dann halt das Fenster geschlossen, habe mich dann da halt ins kleine Zimmer gelegt. Du musst das verstehen, meine Oma hatte halt noch vor meinem Vater, also mein Vater hat halt damals ja auch schon gewohnt, ne, mit seinem Vater und meiner Oma. Und der hatte halt da noch ein Kinderzimmer und da steht halt noch ein Bett und so, ne, und ich habe dann halt mich da ins Bett reingelegt, ne, um erstmal zu pennen. So, das Ding war halt dann, ich bin halt dann um 2 Uhr war es ja schon, was glaube ich denn, um 3 Uhr oder 4 Uhr, nee, war 4 Uhr morgens, aufgewacht, ja. Mhm. Und, ich habe dann halt die ganze Zeit unten vor dem Haus lang irgendwelche Schritte gehört. Also du musst halt verstehen, das ist halt oben in der höheren Etage. Das ist halt nicht unten. Das ist halt, hat halt 2 Stockwerke, das Haus, ne? Und okay. Ich höre dann halt die ganze Zeit irgendwelche Schritte, bin halt davon aufgewacht, habe dann halt nach unten geguckt, weil ich denke mir halt, ne, wer läuft denn da um 2 oder 3, ja, keine Ahnung, 3-4 Uhr, ne? So unten lang, ne, das machen ja nur irgendwelche Bekloppten, ich laufe ja nicht eine halbe Stunde um 4 Uhr ums Haus rum, verstehst du? So. Also so richtig so getrampelt oder? Also nicht getrampelt, aber schnell gelaufen irgendwie, als wäre da einer lang gelaufen, also ganz, ganz komisch. Mhm. Und das Ding war dann, ich bin dann halt zum Fenster gegangen, aber da unten war halt keiner, ne? Und dann habe ich mich halt wieder ins Bett gelegt, ne, und dann bin ich halt so, bin dann halt wieder eingepennt und dann so ungefähr 5 bis 10 Minuten, ich habe dann ja auch auf die Uhr geguckt, ne, neben mir das Handy liegen, geguckt, bin dann halt wieder aufgewacht, weil dann wieder unten dieses Rumgerenne war. Und da habe ich wieder rausgeguckt, habe mir halt gedacht, ne, Alter, dass irgendein Betrunkener da unten langläuft oder irgendein Nachbar oder so. Also war halt ganz, ganz komisch, ne? So. Und ich gehe dann halt einfach raus aus dem Raum. Also es ist halt keine so richtig unheimliche Horrorstory, wenn man das jetzt hört, aber wenn man das halt selber erlebt, ist halt creepy, ne? Hm. Und ich höre dann halt mitten im Flur, du weißt ja, ne? In der Mitte, wo dann ist halt ja, so ein langer Gang, musst du dir vorstellen. Okay. Und da höre ich halt die ganze Zeit irgendwelche Schritte dann, also so knarzen von dem Boden, weil das Haus ist ja auch schon alt. Und der Boden hat dann halt total geknarzt. Ich gehe dann halt aus dem Raum raus, guck dann, da ist keiner. So, ich dachte erst, hey, vielleicht geht ja meine Oma so auf Toilette oder so. Bin dann nochmal zum Bad, hab da angeklopft, so. War aber niemand drin. Hab da nachgeguckt, war auch keiner. Dann bin ich schon wieder ins Bett gegangen. Und dann hat es irgendwann angefangen, einfach, dass die Lichter im Flur angefangen haben zu flackern, weil meine Oma lässt halt immer die Lichter an, wegen Einbrechern und so, verstehst du? Und damit die halt besser auch sehen kann und so, ne? Weil die sieht halt nicht mehr so gut. Damit die Einbrecher besser sehen können, ne? Ja, und damit sie das halt sieht, ne, wenn da irgendwelche... Nein, klar, nein. Ja, verstehst schon. So. Krass, ey. Und das Ding ist dann, ich bin dann wieder in den Flur gegangen, ne, dann war da wieder dieses Geknarze so, ne, und ich stand sogar im Flur und da war das Geknarze und da dachte ich mir so, vielleicht ist das ja auch der Boden, ne, weil wenn es warm ist, dehnt sich ja das Holz da drunter aus und so, das ist ja, das kennt man ja so von älteren Häusern. Aber was ich halt komisch fand, das Licht fängt halt nie an zu flackern, das sind halt so... Ja gut, muss ich auch sagen, ein bisschen ältere Lampen, aber die flackern halt nie, ne? Und auf einmal haben die einfach angefangen zu flackern. Unten höre ich irgendwie überall irgendwelche Schritte und so. Und ich fand das halt schon ganz schön creepy, ne? So. Jeden Fall. Krass. So. Das Ding war dann, habe ich mich erstmal in die Küche gesetzt, um mich erstmal zu beruhigen. Da habe ich ich weiß gar nicht, was ich da getrunken habe. Ich glaube irgendwie ein
Warm Wasser oder eine Apfelschorle oder so oder eine Cola, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und als ich dann da saß, ne, also da ist halt so eine Bank, musst du dir vorstellen, die halt in die Küche führt, die ist halt bis nach ganz Ende des Raums und da ist halt ein Fenster und ich saß da halt und habe halt auf den Flur geguckt, verstehst du? Weil ich dachte halt so, ja, irgendwie für mich hat sich das einfach sicherer angefühlt, ne? So. Und das Ding war dann, dann habe ich halt wieder Geknarze gehört und dann halt wirklich auch richtig doll, als wenn da jemand dran drauf rumtrampelt. Also das war halt schon ganz schön creepy, muss ich sagen. Also und ja, wie gesagt, dann habe ich mich halt wieder ins Bett gelegt, habe das halt einfach ignoriert, ne, und habe dann einfach weitergepennt. Weil ich dachte halt einfach erst so, das ist halt so, ne, der Boden. Aber was ich halt komisch fand, das ist halt nie tagsüber gewesen, ne, oder abends, als ich bei ihr war. Also das ist jetzt nur in dieser einen Nacht gewesen. Und deshalb, also ich fand das schon, weiß ich nicht, so, Also, fand es ich ein bisschen meine, creepy. es ist auf jeden Fall ein interessanter Side-Fact, dass das Haus ein altes Fachwerkhaus ist, was 300 Jahre alt ist. Das ist auf jeden Fall krass. So, und die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, das sind ja durchaus Phänomene, die man schon mal kennt oder gehört hat, durch so paranormale Erlebnisse, ne? Also es war Also komplett wie ein Lichtflackern, Horrorfilm. Geräusche. Ja, kann ich mir vorstellen, Mann, kann ich mir Ja. vorstellen. Also es war richtig Und gruselig, ganz sicher. Was ich aber interessant finde, ist, dass du halt vorher oder danach niemals mehr irgendwas in diese Richtung dort erlebt hast. Also es scheint ja echt so ein Einzelfall gewesen zu sein, ne? Ja, deshalb finde ich das halt echt komisch, ne? Also meine Oma hat aber auch gesagt manchmal, also ich will jetzt auch keine Scheiße erzählen, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. Um irgendwie die Story ein bisschen spannender zu gestalten. Überhaupt gar nicht. Meine Oma hat aber auch manchmal davor schon gesagt, irgendwie, dass sie manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, weil du musst halt verstehen, mein Opa ist halt verstorben, ne? Als ich 4 war oder 5 war, ist halt mein Opa gestorben. Und ich weiß nicht, irgendwie. Die sagt halt häufig, dass sie halt auch spürt, dass der halt bei ihr in der Nähe immer noch ist. Verstehst du? So. Das ist natürlich krass und das würde natürlich auch passen. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Gefühl dir das gegeben hat, dass das Licht zum Beispiel geflackert hat oder die Schritte, ne, solche Sachen. Ja. Aber am Ende des Tages, weiß nicht, hast du in dem Moment Angst oder was hast du so empfunden? Ich sag mal so, ich habe halt, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Sorry, wie gesagt, ich komme gar nicht auf mein Leben gerade klar. Ja, alles Ja. gut, ey. Also, das, ich meine vollkommen verständlich, ne? Dass auch, dass du Gänsehaut am ganzen Körper hattest. Das ist ja auch irgendwo vollkommen klar, weil man das erstmal so gar nicht zuordnen kann. Man erlebt diese Situation erstmal und weißt so gar nicht, wohin mit sich und was das jetzt war und was das gewesen sein könnte. Hast du selber eine Theorie, was es gewesen sein könnte? Wie gesagt, dieses mit dem Boden, aber das mit den Außen, dass es draußen jemand rumläuft, das kann ich mir zum Beispiel nicht erklären und da keiner ist. Und ich habe tatsächlich, diese Schritte waren ja direkt unter meinem Fenster, also wo ich gepennt habe, waren diese Schritte die ganze Zeit zu laufen, also auf und ab zu hören. Also das ist immer irgendwer von A Krass. nach B gelaufen. Das war ganz, ganz komisch. Und ich habe dann halt runtergeguckt, habe dann halt auch so, ne, richtig, also richtig runtergelinst, ne, zur Hauswand und so. Also da war niemand. Also ich fand das ganz, ganz komisch. Also. Das ist schon Ja. krass. Also, wie würdest du dir das Licht erklären, das Lichtflackern? Ja, keine Ahnung, deshalb, ich kann mir das ja nicht erklären. So, das flackert ja Okay, nie, das ja. Licht. Ja gut, So, hätte ja vor sein können, allem. dass irgendwie alte Lampen, Ja, wo dann vielleicht klar, eine aber. Glühbirne ausgetauscht werden muss oder sowas. Das kann natürlich sein, aber im Großen und Ganzen, das ist ja eine Summe dieser Erlebnisse, ne? Es ist ja nicht nur das Licht, sondern es sind die Schritte, es ist das Knarren vom Boden, diese ganzen Sachen. Also finde ich auf jeden Fall schon eine geile Geschichte, ne? Also es ist, man kann sich gut hineinversetzen und ich glaube, wenn ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen müsste, so oder so ähnliche Phänomene hat bestimmt jeder schon mal auch irgendwo irgendwie erlebt, so, ne? So, ob es eine knarrende Tür oder ein Boden ist oder so oder Schritte, die man nicht zuordnen kann. Und bei dir ist halt so alles gefühlt in einem Moment passiert. Das ist natürlich heftig, ne? Ich danke dir an Ja. der Stelle auf jeden Fall für die Story. Warte mal, ich muss jetzt deinen Namen und den Namen der Story notieren. Wie war es nochmal? Irgendwas mit Ratte. Ramboratte ist mein Name bei Rambo. YouTube. Rambo-Ratte. Alter, dieser Name, echt, ey. So, Rambo-Ratte, und dann nenne ich einfach mal Spuk bei der Großmutter. Ja, Spuk bei der Großmutter, das ist ein guter Titel. Spuk bei der Großmutter. Ey, auf jeden Fall spannende Geschichte. Was sagt denn der Chat dazu?
Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ob ihr sowas ähnliches vielleicht schon mal erlebt habt. Hier schreibt Elias Etter, das ist krass. Neo Green schreibt, habe sowas ähnliches gerade aktuell sogar. Heftig. Okay, krass. Ja, also die Leute schreiben auf jeden Fall spannende Geschichte. Und ja, an der Stelle würde ich mich bei dir ganz herzlich bedanken. Ich ziehe dich jetzt wieder nach oben oder ich ziehe dich einfach hier unten irgendwie in den Talk-Channel rein, damit ich ein bisschen bessere Übersicht habe. Aber erstmal vielen lieben Dank, mein Guter. Dankeschön. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Livestream. Hast du mega gemacht, Alter. Da war ja nicht ein Versprecher drin, oder? War einer drin? Weiß ich nicht. Ja, doch, ein paar schon, leider. Aber... Ah, Mann, ey. Toll. Man kann ja üben, ne? Jetzt kann ich den Stream nicht verwerten auf YouTube. Jetzt haben wir einen Versprecher drin, toll. Ja, das ist ja dein Problem, ne? Ja, das stimmt. Nein, Quatsch. Ey, ich danke dir, mein Bruder. Und ja, okay, ja, wir hören uns, ja? Haust rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die Rambo-Ratte. Ehrenmann. Richtig cool. Spannende Geschichte. Ja, das war doch ein geiler Einstieg, würde ich sagen. An der Stelle auch auf jeden Fall Dank an Littlefoot Anna für eine Kanalmitgliedschaft. Eleonora Messnick für 2,50 Euro. Auch dafür vielen herzlichen Dank. Und ich sehe hier auch von Mono 11,90 Euro. Hey, Skripex hier. Ich kann leider nicht per Mikro talken auf dem Discord. Bin auf der Arbeit. Wäre trotzdem froh, wenn du meine Story erzählst. Ey, vielen, vielen lieben Dank für die Donation. Ich muss sagen, Nummer 1, es ist wirklich Zufall, wer rankommt und wer nicht. Also ich kann da nicht irgendwie, das wäre unfair, würde ich sagen, du erzählst deine Geschichte und diese andere Person nicht. Das machen wir, überlassen wir komplett den Zufall. Und ja, natürlich, auch wenn du kein Mikrofon hast, ist es ein bisschen schwer rüberzubringen im Stream. Ne? Also ich kann schwer deine Geschichte einfach vorlesen oder sonst was. Das kommt natürlich nicht so rüber, als wenn du sie selber erzählst. Deswegen tut mir leid an der Stelle, aber da kann ich natürlich nicht... nicht richtig drauf eingehen, ne? Ey, Lucky mit dem K, 20 Euro auch nochmal, bin auch heute auf der Heldenstufe endlich. Ey, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dickes, dickes Danke an der Stelle, nicht nur für die Superchats hier jetzt gerade, sondern auch für die Heldenstufe, ne? Vielen lieben Dank und richtig, richtig, richtig korrekt von dir, echt. Und viel Spaß auch mit den Vorteilen natürlich. Ich sehe schon, Hubi ist gerade am Start. Hubi, komm doch mal in den Live-Talk rein. Komm doch mal in den Live-Talk rein. Hubi ist nämlich gerade anscheinend im Chat am Start. Hubi, komm mal rein jetzt. Ich hab dich doch gerade. Da ist er doch. Hallo? 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 Der Mann. Der Mann der Männer. Was geht, ey? Was treibst du dich denn hier rum, Mensch? Ja, als Chefbot muss man doch hier aufpassen, muss man, ne? Muss man aktiv sein, ne? Das stimmt schon. Du kannst natürlich auch im Live-Talk, du kannst natürlich auch im Live-Talk ein bisschen mit drinne bleiben, ne? Wie du magst. Kann ich gerne machen. Ja, ich habe schon die ganze Zeit gefragt, ob ich da irgendwas überprüfen soll oder so, aber du hast ja schon 10 Nachrichten ignoriert von mir. Ja, ja, nee, ich habe die nicht ignoriert, ich habe den guten Herrn aussprechen lassen, aber trotzdem danke dir natürlich für das Angebot. Im Grunde, ich überlege... Ich weiß, dass der Jannis später dazukommt, aber wir können auch jetzt einfach... Ja, ich meine, wenn du Bock drauf hast, kannst du es gerne machen, ne? Ist natürlich immer besser, als dann nachher noch während des Streams irgendwelche Tonprobleme oder sowas zu fixen. Oder einen, der dann plötzlich irgendwelche Sachen da reinschreit. Keine Ahnung, ob es der Fall ist. Ich denke eher nicht, aber... Denke auch nicht. Wie du magst. Wie du magst. Aber jetzt auf diesem Wege nochmal Lucky mit dem K, danke dir, ne? Ohne Scheiß. Ja, sehr, sehr korrekt. Die Donations, die er hier da lässt, übelst lieb. Ja, vor allen Dingen einfach, ich verstehe nicht, warum man in deinem Stream für mich Donations da lässt. Ja, habe ich ja schon gesagt, ne? Nächstes Mal bei dir direkt da lassen, aber easy peasy. Das kriegen wir schon hin, so. Ich bleibe die Mary selbst nach 10 Mal ruf, nicht getraut hat zu kommen. Ich werde das nie wieder los mit Bloody Mary, ne? Ja, ist echt so. Also, der einzige Grund, warum das bei dir nicht funktioniert hat, ist halt einfach, weil Bloody Mary Angst vor dir hatte. Da bin ich mir immer noch sicher, ey. So, dann würde ich sagen, Leute, seid ihr ready für die nächste Horror-Story? Na klar seid ihr das, sonst wärt ihr ja nicht hier im Chat drin. So, dann machen wir doch direkt mal weiter.
Nachdem ich... Alter, Andreas! 20 Euro, tolle Sache mit Hubi und dir. Ey, Andreas, vielen lieben Dank an der Stelle. Und ich hätte auch nicht mitgerechnet, dass Hubi jetzt noch mit am Start ist. Richtig geil. Aber freut mich natürlich. Richtig cool. Heißt doch einfach mal alle Hubi herzlich willkommen im Chat. Und Hubi, wenn du feststellst, da erzählt einer Bullshit hier während der Geschichte, dann musst du sagen, ey, stopp! Das ist Shit hier, was du erzählst. Nein, Spaß natürlich. Okidoki. Ja, löschen Chat. Pass auf, willst du mir die Entscheidung abnehmen und du ziehst einfach irgendeine Person rein? Soll ich? Ist das irgendwie... Ich würde einfach den Zufall überlassen. Also, vielleicht echt einfach Augen zu mit der Maus, wo du stehen bleibst. Die nee, pass auf. Ich mache jetzt gerade was und du sagst einfach Stopp. Okay. Stopp! Aber den nächsten. Den haben wir. You are Hero! Du bist live! Hält deine Stummschaltung auf hier, Kurwa! Ah, geht doch. Dafür ist Hubi am Start, richtig. Hallo? 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 Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm schon. Eins. Ja, okay. Next one. Gut. Dann machen wir dasselbe nochmal. Stopp! Sophie V. Sophie. Hallo. Da ist sie. Was geht? Alles shit bei euch. Da höre ich doch eine Stimme. Das ist sehr, sehr gut. Soll ich rausgehen? Klappt. Rausgehen? Weil ich habe euch über den Fernseher laut. Ja, auf jeden Fall. Den Stream musst du definitiv stoppen oder Ton ausmachen. Sonst hörst du uns. Alles klar, dann mache ich das. Einen Moment bitte. Genau. Weißt du, Fernseher einfach aus dem Fenster. Okay. So. Alles so, gut. So, Sophie, erstmal, was geht? Wie geht's dir? Alles gut? Alles fit bei euch. auf jeden Fall. Bei uns ist alles fit, oder? Hubi, bei dir habe ich gar nicht gefragt. Ist bei dir alles fit? Ja, es ist alles gut, ja. Alles gut, okay. Sophie, was machst du gerade? Guckst du den Stream? Ja, tatsächlich. Und ich bin ein bisschen nervös. Was ein Zufall, ne? Was ein Zufall, dass wir uns hier auf dem Discord treffen, ne? Also wirklich. Das kann ja nicht. Ja, Mensch, das ist mein Zufall. Auf jeden Fall. So. Sag mal, wie lange schaust du schon zu? Seit Anfang tatsächlich. Seit Anfang? Was heißt Anfang für dich? Boah, 17 Uhr, 17.30 Uhr. Wo es hieß, habe ich mal kurz reingeguckt. Ah, und dann ab 18 Uhr habe ich gewartet. Ich dachte schon, wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich meinte generell. Also, ja, nee, seit halbem Monat. Oh, ist noch gar nicht so lange. Frische Zuschauerin, kann man sagen, ne? Ja. Ey, geil. Leute, heißt sie mal herzlich willkommen im Chat. Einmal ein Herz im Chat an der Stelle. Danke schön, voll lieb. Hast du irgendwas, was dir bisher am besten gefallen hat? Irgendein Video, irgendein Projekt oder sowas? Irgendwas, was du geguckt hast? Ich finde die ganzen Horrorgeschichten. Am schlechtesten. Am schlechtesten? Ja, vielleicht ja auch. Jetzt sag bloß nicht die Sache mit Hubi. Nein, um Gottes Willen. Wow. Also ich finde am besten tatsächlich eigentlich die ganzen PU-Geschichten. Ja, cool. Ja, das ist glaube ich auch so, ich glaube der Großteil der Community feiert das sehr. Und ja, geil, ey. Dann freue ich mich, dass du heute deine Horrorstory erzählst. Dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Also ich denke mal, du hast das Horrorstory. Ja, und die ist so abgepackt, dass mir eigentlich so ziemlich keiner glaubt. ja.
Also an der Stelle kann ich vielleicht, du hast mir gerade eine sehr, sehr gute Steilvorlage gegeben für was, was ich ohnehin noch sagen wollte und nur vergessen habe. Leute, ganz wichtig, ne? Auch wenn eine Story vielleicht abgespaced klingt oder sonst irgendwas die Richtung. Wir sind heute nicht hier, um zu analysieren, ob irgendwas fake ist oder nicht. Dafür sind wir nicht da. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr mir eine echte, wahrheitsgemäße Geschichte erzählt und die analysieren wir, ne? Und hören uns das an, reden darüber. So, ich will nicht im Chat die ganze Zeit hören, dass irgendwas fake ist. Klar, wenn wir jetzt merken, dass uns da jemand verarschen will oder so, dann wird Hubi schon den Bannhammer schwingen. Aber ich denke nicht, dass das der Fall sein wird. Was? Nee, um Gottes Willen. Nee, das wird nicht der Fall sein. Easy. Aber natürlich, wir können gerne die Geschichte so analysieren, ne? Aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit im Chat irgendwie lesen, ja, das ist auf jeden Fall fake und weiß ich nicht. Deswegen auch an dich, Sophie. Einfach frei Schnauze, erzähl einfach und wenn mal doofe Kommentare zwischendurch kommen, was, glaube ich, nur ganz, ganz wenig, wenn überhaupt der Fall sein wird, dann ignorierst du einfach, ne? Ja, ich habe jetzt den Chat ausgemacht, also... Noch besser, guck mal. Das ist die richtige Einstellung, einfach Chat komplett deaktivieren. alles klar, dann will ich dich gar nicht länger aufhalten, dann schieß mal los. Okay, also meine Mutter ist relativ früh schwanger geworden und ist dann mit 18, 19 ausgezogen in so ein ganz altes Haus von 1800 irgendwas. Und ich habe damals als kleines Kind, bis ich 4 war, im Schlafzimmer geschlafen und sie im Wohnzimmer. Es war also so eine Zweiraumwohnung. Und das war so ein altes Haus, dass die Toiletten noch auf dem Zwischengang waren. Da kann ich mich noch erinnern, wie sie mich nachts auf Toilette gebracht hat. Krass. Ja, und das, also sie hat auch noch Kohleofen und sowas, das war so eine richtig alte Buchte. Ja, und ich bin halt nachts ab und zu mal wach geworden, weil ich Geräusche gehört habe. Also so ein Krummeln, so ein Murmeln. Und bin wach geworden, habe halt so eine Schattengestalt an der Zimmerecke gesehen. Oh, kurze Frage, ich da ganz Zwischenfrage. Wie alt warst du da? Oh, ich war da so 3, 4. Und ab da hat es dann halt auch angefangen. Also, dass wenn ich nachts wach geworden bin, wollte ich natürlich so schnell wie möglich zu meiner Mutter. Und habe dann auch schon Fuß aus dem Bett gehalten und so, aber ich konnte mich einfach nicht bewegen, entweder vor Angst oder ich weiß es nicht. Und das hat sich dann so weitergezogen, bis wir dann ausgezogen sind. Das war so 4, 5. Und mit 5 und 6 sind wir in den nächsten Altbau gezogen. Das war auch, da haben wir im Dachgeschoss gewohnt. Und neben unserer Tür war so wie so ein Abstellraum. Und der war zugemüllt mit irgendwelchen Sperrmüll von den ganzen Nachbarn. So, und ich war sehr oft alleine, weil meine Mutter sehr viel gearbeitet hat. Und von der Haustür ging so ein richtig langer Flur lang, so ein ellenlanger Flur. Und wenn man auf Toilette musste, musste man den Flur lang an der Haustür vorbei und dann rechts ins Bad. Boah. So. Also ich kann nicht sagen, kind, wenn das meine Wohnung wäre, ne, ich muss nachts nämlich immer pinkeln. Ich glaube, ich würde mir eine Pissflasche neben das Bett stellen. Ich würde doch nicht da nachts über den Gang lang, ey. Ja, ich habe immer gewartet, bis meine Mutter zu Hause war, weil ich so einen Schiss hatte, echt. Also ich war da 6. Ja, fühle ich sehr. Und ich habe dann halt, wenn ich auf Toilette gegangen bin, bin ich den Flur so schnell wie möglich lang geflitzt, ins Bad rein und dann schnell wieder ins Wohnzimmer. Und dann habe ich Fernsehen geguckt, so laut wie möglich. Weil dieses Geräusch war wieder da. So, und das kam aus dem Hausflur, aus diesem ekelhaften, was auch immer, Abstellraum. So, und ich habe dann halt, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber auf jeden Fall bin ich dann halt einmal hin, weil ich wissen wollte, wo das Geräusch herkommt. Wir hatten so eine alte Tür mit so einem Briefkastenschlitz. Und da habe ich dann halt durchgeguckt und boah, da haben mich dann halt so gelbe Augen angeblitzt. So. Ab da war es für mich komplett aus. Ich bin nie wieder in den Flur gegangen. Ich habe dann lieber angehalten, bis meine Mutter wieder zu Hause war. Und wo wir haben, bis ich 11 war, dort gewohnt in dieser Wohnung. Und ich hatte einmal eine Freundin zu Besuch, die war 1, 2 Jahre älter als ich. Und meine Mutter hat dann gesagt, okay, ihr habt jetzt ein Sleepover, ich gehe jetzt raus auf Party, ich mache was weiß ich. Ja, und sie ist gegangen. Eine Stunde später wollte ich duschen gehen. Ich war ja nicht alleine, meine Freundin war da. War die Haustür Tür offen. Oh mein Gott, ja. Ey. Ja, und dieses Ding oder was auch immer, das war diese Schattengestalt. Also man muss sich das vorstellen, die hatte so leichte Hörner. Und die hat mich halt überall hin begleitet. Also die war, wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, ich konnte nie alleine schlafen, bis ich so 8 war. Mit 8 bis 11 habe ich dann versucht, ich kriege gleich Gänsehaut.
Ja, habe ich versucht, das auszuhalten und dann, als wir wieder umgezogen sind, war es weg. That's it. Okay, krass, krass, ey. Was ich nur nicht verstehe, ist, es hat dich ja anscheinend irgendwie verfolgt. Du sagtest, du hast das erlebt, als du bei deiner Oma geschlafen hast, als ihr sogar schon mal umgezogen seid dann. Aber ja, dann seid ihr nochmal umgezogen und dann war es komplett weg. Genau, das war dann aber Neubau. Dass das dasselbe auch war, was du gesehen, gehört hast. Also das war dieses gleiche Geräusch, das war so ein Grummeln, so ein Murmeln, so ein sehr tiefes Grummeln. Und ja, es hat halt immer in der Ecke gehockt, in so einer Ecke gehockt. Boah, ey, Sophie, das ist so gruselig, ne? Ich glaube, es läuft gerade allen hier im Chat ein Schauer über den Rücken, wenn man sich das mal bildlich, visuell vorstellt. Das ist echt wie aus einem Horrorfilm. Krass, ja, auf jeden Fall. Meine Mutter hat mir das halt nie geglaubt. Die hat gesagt, ich habe gesponnen. Ja, und deswegen, ich habe das bis dato eigentlich noch nie wirklich jemandem erzählt, außer halt meiner Familie und meiner besten Freundin. Mhm. Ja. Einmal ganz kurz zwischendurch, ich habe hier gerade tatsächlich von Yvonne 2008 eine 50-Euro-Spende einfach reinbekommen. Boah, heftig. Ey, Yvonne, vielen herzlichen Dank. Einmal ein Herzenschat an sie. Super, super, super lieb. Und ich sehe auch davor von dem guten Andreas nochmal einen Fünfer. Auch dafür dickes, dickes Dankeschön, ne? Richtig lieb von euch. Ja, also hier wird geschrieben in den Chat, würde alles anzünden. Oha, also der Chat ist komplett geschockt, ne? Also viele schreiben krass. Was mich beruhigt, ist der Fakt, wie du ja gesagt hast, dass es jetzt weg ist, ne? Also, ja. Ich weiß nicht. Ich bin sehr, sehr dankbar. Wenn ich fragen darf, wie alt bist du jetzt gerade? Ich bin 30. Okay, das heißt, es ist auch schon einige Jahre her, dass das ja, letzte Mal. Ja, also das letzte Mal, wie ich mich, ich sag mal, beobachtet gefühlt habe, das war so mit 14. Mit 14, ja. Okay, genau. Heftig. Und das war dann noch in dem alten Haus oder schon als ihr umgezogen seid? Das war dann noch einmal bei meiner Oma. Und dann war das von einem Tag auf den anderen war es weg. Keine Ahnung. Okay. Wenn du jetzt selber eine Vermutung aufstellen müsstest, was das gewesen ist, oder was es damit auf sich hat? Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass ich als kleines Kind vermutlich Verlustängste hatte oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Dass dann halt die kindliche Fantasie sich irgendwas zusammenspinnt. Ich habe sonst keine Ahnung, aber ich kann mir diese Geräusche nicht erklären. Also ich meine, ich versuche mich gerade so auch an meine Kindheit zu erinnern, an Momente, wo man so richtig krasse Angst hatte. Und das mag jetzt vielleicht banal klingen, aber das kann natürlich durchaus, wie du jetzt sagst, ne, so Verlustängste und so weiter. Und die Kinderpsychologie ist natürlich nochmal eine andere als jetzt von einem erwachsenen Menschen. Und ich weiß zum Beispiel, vielleicht können damit einige relaten hier im Chat, wenn man als Kind zum Beispiel, es gibt ja auch so Gruselkeller oder... habe ich mir mit meinem Vater und mit meinem Bruder so eine eigene Gruselhöhle gebaut und so. Und da hatten wir so einen Ballon dann zugeklebt, so als Zombie-Kopf. Und ich weiß, als für mich als Kind, ich hatte da so eine extreme Angst vor, das kann man sich nicht ausmalen, ne? Und natürlich kann es sein, dass vielleicht Geräusche oder vielleicht irgendwelche Schatten oder sonst was, die man sich gerade nachts oder so auch nicht zuordnen kann, automatisch dann, ja, durch so etwas erklärt werden, durch sowas Übernatürliches, Paranormales, ne? Also ich will gar nicht ausschließen, dass es wirklich irgendwas Paranormales war, nur kann natürlich echt sein, dass du als Kind da irgendwie ja, solche Ängste entwickelt hast, ne? Also ich hatte tatsächlich bei mir auch eine Phase, so, das waren so 3-4 Jahre, boah, da konnte ich nicht alleine pennen, also da habe ich so eine Angst gehabt, dachte auch, dass nachts da einer um die Ecke gucken würde und aus heutiger Sicht fällt mir das voll schwer zu beurteilen, weil ich weiß, ich war damals ein Kind. Ich denke mal, dir geht's ähnlich. Aber es ändert natürlich nichts an dem Fakt, dass man diese Sachen wahrgenommen hat, ne? Schon krass. Also, ich weiß nicht, hier schreibt Mieze Hexe, meine Tochter hat das auch. Ich hatte als Kind einen imaginären Freund, schreibt hier Emi Hahn, aber wusste das, ich wusste als Kind, dass da rein gar nichts ist. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ja, interessant, ne? Also auf der einen Seite kann man jetzt argumentieren,
ist das irgendwas Natürliches und das Kind bildet sich das nur ein. Auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, dass Kinder sensibler sind für sowas, ne? Ist auf jeden Fall krass. Ich kann mir halt die Augen nicht erklären. Also diese Augen und das Geräusch. Ja. Ja, und diese Schattengestalt, die huscht ja nicht. Also das, ja, ganz komisch. Wie gesagt, so das ist... Ich bin froh, dass das durch ist. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das freut mich zu hören, dass das aufgehört hat und dass du da das Kapitel hinter dir abschließen kannst. Ey, ich würde deine Geschichte, würde ich nennen, teuflische Schattengestalt. Wenn das für dich cool ist. Okay. Weil es passt ja auch irgendwie, wie du das beschrieben hast, dieser Schatten mit den Hörnern und so. Ich habe auch im Chat ein, zweimal Teufels irgendwas gelesen oder irgendwas Dämonenmäßiges. Das klingt natürlich echt gruselig, ne? Ja. Hat dich das denn so im Alltag auch beeinflusst oder war es wirklich dann gar nicht so, das, wenn man alleine das, oder so das war? Das ist halt, ich sag jetzt mal ab 16 Uhr, wenn dann dieser lange, ellenlange Flur und so, ab 16 Uhr bis nachts, ja, bis ich eingeschlafen bin. Und ja, das hat dich nur beobachtet. Wie bitte? Und das hat dich nur beobachtet. Mal stand's am Bett, mal war es in der Ecke. Aber es hat dich nie angefasst oder sowas oder gekratzt. Einmal hatte ich das, als ich dieses Bein draußen hatte, hatte ich das Gefühl, irgendwas Kaltes berührt mein Fußgelenk da unten, diesen Knöchel. Och, Sophie, aber Mann, jetzt kann ich nie wieder meinen Fuß draus machen aus dem Bett, ey. Ohne Scheiß, das sind so Stories, die muss ich hören und ich mache das nicht mehr. Ich denke da jetzt bestimmt die nächsten 3 Wochen, wenn ich im Bett liege und mir ist warm oder so und ich will den Fuß unten frei haben. Ich denke an diese Geschichte und ich mach's nicht. Ich sag dann einfach, nee, lass es lieber sein, nachher leckt da irgendwas an deinem Fuß, ey. Genau, eine Spinne. Hör auf, das ist ja noch gruseliger. Ja, so. Aber heftig, ja, ey. Also viele schreiben ja auch im Chat, ne? Komplett Gänsehaut und so. Heftig. Also du hast auf jeden Fall den Leuten Unmut bereitet. Aber das ist ja genau so das, warum wir auch hier sind. Ne? Man möchte sich auch gruseln und das so eine Story aus dem echten Leben ist schon heftig. Es freut mich zu hören, dass das so ein bisschen Gruselfaktor für die Leute hat. Safe, safe. Ja, am Ende des Tages würde ich sagen, ich danke dir auf jeden Fall fürs Erzählen der Geschichte. Und würde verbleiben mit, dass ich dir einen wunderschönen Abend noch wünsche. Viel Spaß beim Stream. Und solltest du natürlich am Ende von der Community auserwählt werden zu der besten Geschichtenerzählerin, dann würde ich dich wahrscheinlich nochmal in den Live... Genau, vom Hubi gibt es dann nochmal einen Live-Talk... einen Arschbohrer obendrauf. Live-Arschbohrer obendrauf, Alter. Nee, Hubi, alles das gibt's klar dann für den letzten Platz, ne? Das weißt du. Ja, okay. Das ist doch aber keine Strafe, eine Arschbohrer. Dank ja, Dienst. Doch schon. Das ist eine Strafe. Eieiei. Ei, ei. Ja, Sophie, ignoriere einfach diesen komischen Hubi hier, okay? Ja, ei, Sir. Christian. Alles klar, ich danke dir fürs Erzählen und wünsche dir noch einen entspannten Abend, ne? Ebenso. Ciao, ciao. Ciao. So, erstmal schön runter in den Talk-Channel ziehen, wo gerade jemand anderes drin ist. Vielleicht auf einmal jetzt connecten die sich. Das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen Blind-Date-mäßig, ne? Einfach jetzt 2 Personen nur im Talk-Channel. Ah, jetzt hat sie sich muted, scheiße. Das wäre witzig. Oh, jetzt hat der andere sich auch muted. Wer ist das? Das war geil. Hä? Was ist der Templer? Entschuldigung. Der Camper? Haben wir einen Templer hier offen? Was? Was ist? Nee, der Templer, der allererste. Ach so, hier. Ramborate hieß er doch, oder? Ach so, ah, jo, Ramboratte, genau. Gute Ramboratte. So. Boah, für 10 Euro lache ich nochmal, natürlich. Der Andreas, ey. Ich danke dir, Andreas. Ich glaube, das sind well spent 10 Euros, würde ich mal sagen. Für die Lache hat sich's gelohnt. Übrigens auch danke an Heike Sander für 2 Euro. Und ich glaube, kurz danach kommt noch mal was. Genau, von Nadine. 20 Euro. Ey, Nadine, vielen, vielen lieben Dank. You are amazing, hat sie jetzt Emote reingeschickt. You are amazing, Nadine. Echt, vielen lieben Dank. Krass. Generell danke an alle natürlich, die hier
zwischendrin immer mal wieder eine Kleinigkeit dalassen. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Und Ceze fragt Leon, woran erkennt man, dass ein Geist bei mir zu Hause ist? Also, erstmal als Grundsatz, du kannst natürlich gewisse Kriterien abarbeiten, um dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das eine paranormale Aktivität ist, aber zu 100% lässt sich sowas grundsätzlich nicht sagen. Also du kannst jetzt nicht, wenn diese und diese und diese Punkte gegeben sind, sagen, ah, ich habe zu 100% einen Hausgeist hier. Du kannst natürlich auf so Sachen achten, unbekannte Geräusche, sprich Schritte, Türen, Klopfen, Pfeifen, Stimmen, Flüstern. Dann zweiter Punkt ist, wenn du vielleicht öfter merkst, dass Sachen oder so nicht mehr an dem Punkt sind, wo du sie zuletzt hingepackt hast, ne? Das könnte auch so ein Indiz dafür sein. Punkt Nummer 3 sind vielleicht Gerüche, die dir unbekannt vorkommen. Womöglich auch negative, schlechte Gerüche, so, wie wenn Hubi gefurzt hat oder sowas. Dann weiß man auch schon Bescheid. Ne? Das kann viele... Was? Kälte an warmen Orten. Genau, Kälte, plötzliche Kälte oder auch Wärme, das kann natürlich auch sein. Oder dass vielleicht eine Tür oder so offen ist, die vorher zu war. Ne? Das sind alles so Faktoren, wenn mehrere Punkte davon zusammenkommen, dann könnte man schon durchaus von einem paranormalen Phänomen sprechen. Ne? Aber wie gesagt, das alles ist immer nicht hundertprozentig und kann auch eine andere Erklärung haben. Ne? Ich würde dir empfehlen, wenn du da der Sache mehr auf den Grund gehen willst, vielleicht irgendeine Cam oder ein Mikrofon zu installieren oder so, es einfach mal eine Nacht durchlaufen zu lassen. Macht doch Spaß, das mal auszuwerten dann. Und womöglich stellst du irgendwas fest, was du vorher nicht gesehen hast. Ne? So, aber an dieser Stelle würde ich sagen, Hubi, are you ready for the next story? Counter läuft, ja. Okay, sehr gut. Warte, mir wurde auch gefragt, kann man dir auch ein Video zuspielen? Natürlich kannst du das machen, per E-Mail dann am besten. Und ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich weiß, hier war auch jemand im Horror-Story-Chat, der auch... Alter, tatsächlich, wir können gleich noch auf ein Video reacten. Das machen wir dann aber auf Twitch, glaube ich. Genau, das macht... Obwohl, er ist sogar hier drinne. Boah, das könnten wir natürlich... Boah, es wäre schon spannend. Das ist nämlich auch eine Real-Life-Horror-Story. Die hatte ich nämlich vorher schon gelesen. Könnten wir eigentlich theoretisch auch drauf reagieren. Nämlich vom guten Skripex. Ich glaube, er ist auch hier gerade im Chat. Aber machen wir das als zusätzliche Story? Ich will halt niemanden jetzt den Spot klauen. Sonst machen wir einfach nachher eine zusätzliche Story. Oder wir nehmen das jetzt als Bonus. Dann würde ich sagen, hol doch mal den guten Skripex hier rein. Skripex. Wo ist der? Skripex. Da. Dann holen wir den nochmal rein. Skripex! Skripex. Hallo, hallo? Skripex! Skripex? Unmute! Unmute yourself! Unmute, no! So, okay, jetzt hört ihr mich? Alles klar bei euch? Ja, ist er. Was geht, Alter? Nicht im Bett liegen. Nichts? Na, ja gut. Ja, wenn man im Bett liegt, dann geht ja auch nichts, ne? Das, ja. Klingt aber entspannt. Du machst den entspannten Abend, oder was? Ja, im Bett. Und hab gerade deinen Livestream halt geschaut und... Ich habe ja was gepostet, was ja privat ist. Und ja. Du meintest ja, du wolltest darauf so ein bisschen reagieren. Ganz und genau, ja. So sieht's aus. Ja, genau. Deswegen habe ich dich jetzt auch reingezogen, weil ich hatte ja deine Nachricht schon vorher gelesen. Und vielleicht, also du sagst es hier, du kannst ja erstmal kurz sagen, wer du bist, ne, wie es vielleicht dazu gekommen ist. Hau einfach mal so ein bisschen raus, dass die Leute überhaupt wissen, was gerade abgeht. Weil ich weiß ja schon ein bisschen was, aber die Zuschauer natürlich nicht. Ne? Okay, alles klar. Gut, also ich bin Max, ich bin 21 Jahre alt und ich mache die Geschichte jetzt einfach mal public, weil ich mich dazu entschieden habe, dass
sehr interessant ist und dass das von, ich sage jetzt mal, so Leuten wie euch halt gehört werden muss. Und deswegen würde ich jetzt mal loslegen mit der Story. Und zwar mein Großvater, also mein Opa, mein allerbester Opa ist am 4.2. von uns gegangen. Wir sind dann als dreiköpfige Familie... Wie bitte? Ich habe nur gesagt, das tut mir leid, Mann. Okay, ja, danke schön, alles gut. Wir sind dann als dreiköpfige Familie halt zu meiner Oma gefahren, haben sie getröstet. Sie wohnt direkt ungefähr einen Kilometer von uns weg. Zum Glück hatte ich die Woche darauf halt nächste Woche dann direkt Urlaub, weil es halt ein Riesenschock war. Und ja, ich bin dann nachts an einem Sonntag ungefähr so 22, 23 Uhr im Regen nach Hause gelaufen. Habe ich noch schnell mit einem Kumpel getroffen. Und ja, wo ich dann so gegen 23 Uhr noch was zu Hause angekommen bin, habe ich mich ganz, ganz normal fertig gemacht, habe mich Bett fertig gemacht, wollte eigentlich auch schon schlafen, weil ich fix und fertig bin, also weil ich fix und fertig war und auch sehr doll weinen musste. Und wir haben seit 1 bis 2 Jahren einen kleinen Hund. Deswegen haben wir auch eine Videoüberwachungskamera am Flur stehen. Und wenn man halt in unsere Wohnung reinkommt, dann ist daneben halt, also die Sicht von der Kamera ist halt direkt auf die Tür sozusagen. So. Und die linke Tür daneben, das ist die Tür von meinem alten Kinderzimmer. Also mein Jugendzimmer sozusagen, die ist immer offen, da wurde jetzt praktisch ein Esszimmer rausgemacht und ja, das war jetzt noch nichts Spannendes. Wo ich dann also zu Hause rein bin, habe ich mich mal schnell umgezogen und habe mich dann über Zeichen von Toten informiert. Vor allem noch bei Just Abby, die sowieso so ein, naja, ihr wisst ja schon. Mhm. Ja. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich noch. Okay, ja, gut. Ja, ich habe mir das Video von Just Abby reingezogen über die Zeichen von Toten. Und auf einmal hat sie im Video so gesagt, dass man ganz, ganz doll an die Verstorbenen glauben soll und dass man praktisch andere Dinge so sagen soll zu Gott und so. Ich bin auch christlich. Und auf einmal hat dann das Licht, ich habe so einen Nachtschrank über mir, darunter hängt eine Lampe und die kann eigentlich gar nicht flackern, aber die hat auf einmal angefangen zu flackern für einen kurzen Moment. Ich habe mir dann nichts dabei gedacht, weil es könnte halt auch am Kabel liegen so. Da bin ich eingeschlafen und ich habe mich dann daran erinnert, dass die Hundekamera noch an war. Und habe halt einfach mal so geschaut. Was meinst du mit Hundekamera? Ja, wir haben ja seit 1 bis 2 Jahren so einen kleinen Welpen. Also halt nur jetzt halt einen ausgewachsenen Hund. Und der Hund, also es ist praktisch wie so eine White-Kamera. Nur, dass das halt zu Hause ist und praktisch in einem Flurschrank versteckt ist, so. Das war früher dafür gedacht, dass wir den Hund halt zu Hause allein lassen, dass er praktisch sozusagen, sie wird jederzeit übers Telefon oder übers iPad darauf gucken können. Ja, also wie so ein Babyphone kann man sich das vorstellen, ne, denke ich mal. Ja, genau, ja. Ich glaube, Babyphone für unterwegs. Ja, ja, ich kenne sowas, ja. Freunde von uns haben sowas auch als Babyphone, genau. Ja, und ich schaue mir dann halt die Videos an und auf einmal hatte ich einen riesen Schock. Ich hatte einen Schock, aber habe mich halt auch mega geborgen gefühlt in dem Moment. Ich weiß nicht, das war ein Sorry, darf ich ganz kurz reingrätschen? Gefühl. Ja. Wie kam es überhaupt dazu, dass du die Videos dir angeguckt hast im Nachhinein? Weil ich ja mich über die Zeichen von den Toten oder Verstorbenen, so klingt es besser, informiert habe und ich einfach gucken wollte, so was geht in meiner Wohnung ab und
Ich fand es einfach mega interessant so und ja, auf jeden Fall hatte ich dann dieses Gefühl der Geborgenheit und gleichzeitig halt auch diesen Schock und halt in dem Türrahmen, hinter dem Türrahmen so ein bisschen, das kann man jetzt schlecht auf der Kamera sehen, waren dann drei Gestalten sichtbar. Man kann sich da viel rein interpretieren, auf jeden Fall. Da waren mehrere Gesichter zu sehen, zwei menschliche und ich glaube eine, ich würde jetzt mal sagen, so eine Fratze, so eine richtige Dämonenfratze. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel sagen und nicht übertreiben oder so in irgendeiner Form. Aber man konnte es halt richtig sehen, wie die Gestalt von rechts nach links geswitcht ist. Deswegen, ich fand es halt komisch, weil normalerweise, wenn da was ist, dann sollte es ja eigentlich stehen bleiben. So. Also wenn es was nicht paranormales ist. So. Und die Gestalten oder dieses Etwas hat sich dann halt so bewegt und die sind halt so zu dritt an den Türrahmen, dann waren sie immer einzeln und mein Opa war auf jeden Fall mein bester Mensch in meinem Leben, wir haben früher viel zusammen gemacht, wir haben so, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ihr seid ja auch jetzt, also vor allen Dingen du, Leon, bist ja nicht so jung, oder sagen wir, du bist noch ziemlich, naja, was heißt, Anfang 20 bist du, glaube ich, oder? Ja, mittlerweile fast Mitte 20, ich bin 24. Ja, genau. Dann bist du ja auch noch die gute Kindheit, ich sage jetzt mal so. wir waren früher immer am See hier angeln, haben halt immer so einen Stock gebaut und haben da halt so Bindfadendrohungen gemacht und haben das in den See reingeworfen. Und wir haben Wunderkerzenbomben gebaut zu Silvester und alles drumherum, also nichts Gefährliches, so möchte ich dabei nochmal erwähnen. Ich distanziere mich natürlich von jeder terroristischen Aktion oder sonst was. Da war ich ungefähr 7 bis 12 Jahre alt. Dann hatte er aber leider eine Krankheit 2017 bekommen. Und hatte dann halt Parkinson. Und das Parkinson wurde halt immer und immer schlimmer. Ich sag mal so, er ist, lasst mich kurz überlegen, vor etwa 2 Jahren im November ist er gestürzt und lag seitdem halt im Pflegebett. Und im Pflegebett, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr schon mal in einem Altenheim wart oder so. Auf jeden Fall war es eine Erlösung für ihn. Wir wussten halt bloß nicht, ob er erstickt ist oder ob er einfach friedlich eingeschlafen ist, weil er hatte eine echt krasse Lungenentzündung und hatte auch Bypasse und Stents und sonst was. Ich denke mal, da kann Xander Stories dazu mehr sagen. ja, das stimmt, und, da könnte er wahrscheinlich, ja. Ja, er lag dann halt immer im Bett und der Pflegedienst kam und meine Oma war halt auch teilweise überfordert, sie hat nur noch geweint und ja, für sie war es halt sehr schwer. So, dann zum zweiten, also zu dem zweiten oder zur dritten Sache. Ich und meine Oma, ich habe sie dann in irgendeiner Woche mal besucht. Ich hatte einen Traum, da bin ich aufgewacht und es war noch hell, so ein bisschen hell draußen. Meine Jalousie war so ein bisschen unten und ich weiß nicht, irgendwie, ich bin aufgewacht und war auch wirklich bei Bewusstsein und auf einmal hat so eine Hand ganz, ganz leicht über meinen Kopf so gestreichelt mäßig. Also das hat sich halt richtig, richtig, richtig komisch angefühlt. Und meine Oma hat dann wirklich 1:1 das Gleiche erzählt. Und dann jetzt vor ungefähr einer Woche ist es auch nochmal passiert.
Ich habe hier ein Bild von ihm stehen, wie er in seinem Hemd lächelt, wo noch die guten Zeiten waren. Ich habe auch dahinter so 3 Kerzen. Und jedes Mal um 19.30 Uhr geht er eine Kerze an, zum Beispiel irgendeine random Kerze von den dreien. Das sind halt einfach nur ganz, ganz normale Kerzen, wie man sie vielleicht kennt. Die halt oder? Die elektronisch sind, genau. Die elektronischen, ja. Okay, ja. Ja, die benutzen wir sogar teilweise für die paranormalen Untersuchungen, die elektronischen. Das ist schon krass. Ja, genau. Und jedes Mal um 19.30 bis 20 Uhr gehen die halt, also geht eine von denen an. So, bis jetzt ging noch keiner an gerade. Vielleicht gleich. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Das kann ich die dann ja nochmal schreiben. So, und ja, meine Oma, also ich hatte dann halt, bin aufgewacht zum 4. Vorfall und irgendwie stand was vor mir, ich konnte es aber nicht richtig erkennen, weil ich meine Augen noch nicht richtig offen hatte und ich habe halt nur das Hemd gesehen und das Hemd ist auf einmal an mir vorbeigelaufen langsam. Ich hatte dabei ein Gefühl der Wärme, der Liebe, ein Gefühl der Liebe, Empathie und sonst was. Und ich habe mich gar nicht erschrocken, sondern ich war einfach froh, dass mein Opa halt hier ist. So. Das ist auch eine sehr emotionale Geschichte. Auf jeden Fall. Ja. Ey. Sag weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Falls ihr auf jeden Fall das Video jetzt noch angucken könnt, könnt ihr gerne machen. Ich gebe es frei für den Stream. Ihr müsst dabei links auf den Türrahmen schauen, wo das schwarze ist. Und rechts daneben ist unsere Eingangstür. Also praktisch, wenn man reinkommt in unsere Wohnung, dann ist genau rechts daneben, geht zur Küche und genau ungefähr 10 cm daneben geht es halt in diesen besagten Raum, was jetzt das Esszimmer ist. Ich weiß nicht, schaut es euch an, ihr könnt das auch ruhig heller machen in irgendeiner Form. Ich habe es auch selber schon heller gemacht, teilweise mit dem Apple Editor und habe dadurch eigentlich nur diese Phänomene hervorbekommen. Und ja, das war meine Story. Ey, an der Stelle erstmal muss ich wirklich ganz klar sagen, Respekt von meiner Seite, dass du, das ist ja auch noch recht frisch alles, dass du das hier öffentlich erzählst, dass du das mit uns teilst. Wirklich an den Chat, haut mal ein Herz in den Chat, das ist nicht selbstverständlich, Leute. Das ist wirklich viel, vielen lieben Dank, dass du das mit uns teilst. Und ich finde es auch ultra interessant, wie du beschreibst, dass du das ein gutes Gefühl gibt. Dass du weißt, dein Opa ist noch irgendwie da, weil ich finde, solche Geschichten zeigen auch immer in Bezug aufs Paranormale, man tendiert schnell dazu, das immer direkt als was Gruseliges abzustempeln und weiß nicht, ne, gerade so auf YouTube und in dieser Social Media Welt, Hauptsache alles ist gruselig und so, aber dass ja, sowas TikTok, auch positiv sein kann. Ja, genau, TikTok. Ja. Dass sowas aber auch positiv sein kann, ne? Das hast du uns mit deiner Geschichte mehr als bewiesen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, uns jetzt die Aufnahmen anzuschauen. Das ist, du hast hier 3 Bilder und ein Video geschickt. Darf ne? ich auf noch eine Discord. Sache dazu sagen? Ja klar, ja. Und zwar bei meiner Nachbarin, die mich nicht leiden kann, weil ich immer ab und zu mal laut Mucke pumpe. Ich bin ja halt erst 21 Jahre alt und lebe gerade meine Jugend sozusagen oder mein junges Erwachsenenalter voll aus und mache ab und zu mal laute Musik an. Und auf jeden Fall ist ihr Mann, mit dem sie ungefähr seit, kein Plan, 40 Jahren verheiratet war, vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren ungefähr gestorben. Und sie hat jetzt seit ungefähr einem Jahr einen neuen kompletten Mann und also ich weiß nicht, ob man das als Mann oder Freund bezeichnen kann. Ich denke, dazu habe ich ich habe zu wenig Kontakt zu ihr, so dass ich das sagen könnte. Ich habe vorhin mal nachgefragt,
einfach random. Ja, deswegen denke ich auch, dass der, also die, vor allen Dingen die letzte Figur, was es da sein soll auf der Kamera, stelle ich mir als Dämon vor, was die Nachbarn praktisch nebenan belästigt, so ein bisschen. Okay. Vor dem, also das ist die einzigste Sache, vor der ich Angst habe. Ich habe es auch schon teilweise erlebt, wo ich aus meinem Zimmer rausgegangen bin. Und halt irgendwas Schwarzes ist an mir vorbeigehuscht. Ich hab gedacht, mein Dad geht mit meinem Hund raus oder meine Mom geht gerade in die Schlafstube, aber nein, es war nicht so. Die saßen alle beide in der Wohnstube. Und so eine Phänomene erlebe ich halt wirklich tagtäglich. Und deswegen, ich bin ehrlich, ich manchmal sogar um 2-3 Uhr nachts, wenn ich deine Videos schaue oder sonst welche paranormalen Untersuchungen, sind übrigens die besten auf ganz YouTube. Persönlich deine jetzt. Ah, Mann, ich danke dir. Das sind echt liebe Worte. Ja, dann habe ich schon mal öfters in die Flasche gepisst oder ich bin auch Raucher, habe halt eine einfach im Zimmer getapft. Ja, wir brauchen so viele Details brauchen wir gar nicht, um das paranormale Phänomen hier zu beurteilen, aber ich habe das Video auf jeden Fall jetzt mal runtergeladen und würde sagen, wir gehen rein und ziehen das Ganze mal an, rein, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt und let's go, ich werde jetzt einfach mal, also du wirst jetzt für einen Moment mich nicht hören, weil wir uns das erstmal einfach angucken und dann gucken wir mal. Gut. Ich denke mal, ist auch kein Ton wahrscheinlich wegen Überwachungscam oder so, ne? Oder? Weiß ich gar nicht, habe jetzt gar nicht drauf. Nee, ich habe das ja an Slow-Mo gemacht teilweise. Okay, wir gucken es gerade. Es sieht generell halt auch etwas wie so eine Nebelerscheinung oder so direkt vor der Kamera aus. Ich meine, am Ende des Tages, du sagtest ja auch, die Originalaufnahmen sind da auch vorhanden. Auf der Aufnahme. Ja. Jetzt bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, was davon Slow-Mo ist und was nicht. Also du musst mal in die Slow-Mo so ein bisschen reingehen und einfach die einzelnen Sekunden so ein bisschen abspulen und dann sieht man das wirklich eindeutig. Ich habe mich stundenlang damit beschäftigt, dass ich das so praktisch, dass das so anzusehen ist. Und ich habe es auch meinen Freunden teilweise gezeigt, die meinten alle, oha, krass. Und ja. Also ich bin jetzt auch kein... Ja? Erzähl du. Nee, man sieht es auf jeden Fall recht eindeutig bei den Bildern, die du auch reingeschickt hast. Da finde ich, ist es nochmal eindeutiger, gerade jetzt hier zum Beispiel. Browser öffnen kann. Geh mal in Richtung Ende, da siehst du dann die komische Fratze. Ja. Oder was es auch immer ist. Also ich meine, wenn du es noch ein bisschen besser ausgewertet haben möchtest, kannst du natürlich mir auch die Rohdatei mal schicken. Kann ich gerne machen. Dann würde ich mal mit einem Schnittprogramm auch reingehen und da vielleicht noch mal ein bisschen nachbearbeiten, um einfach zu gucken, was es damit auf sich haben könnte. Ja. Aber ich glaube, es wissen schon alle, was gemeint ist. Ne? Es ist halt, ich sag mal... Die Qualität ist natürlich ein bisschen schlecht, deswegen habe ich die Hoffnung, dass da auf jeden Fall in der Rohaufnahme das ein bisschen besser ersichtlich wird, weil durch eine schlechte Qualität kann natürlich das Phänomen, hast du bestimmt auch schon mal vielleicht bei mir gehört, Pareidolie, nennt sich das halt einfach, wenn so ein Pixelbrei ein bisschen ist und das halt dann dadurch aussieht wie ein Gesicht, aber das könnte man dann etwas besser nachprüfen. Ja, eine Sekunde bitte. Was? Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade eine kurze Störung. Ah, okay, nee, alles gut, alles gut. Ich hab dir aber trotzdem zugehört. Ja.
Also ja, ich kann ja auf jeden Fall die Originaldateien morgen früh schicken, wenn das möglich wäre. Direkt wieder in den. Also ich würde es ja am liebsten privat schicken, weil man sieht da wirklich meinen Boxershorts drauf und so. Alles easy. Das müsstest du dann halt wegblurren. Ja, gar kein Problem. Also ich würde es mir auf jeden Fall so privat mal angucken. Und wenn ich jetzt da feststellen würde, da irgendwas noch sehen würde, dann sage ich dir eh nochmal Bescheid, bevor ich es einfach öffentlich machen würde. Also da kannst du dich drauf verlassen, dass ich das nicht mache. Gut, aber hier schreiben auch einige, die Silhouette ist eindeutig sichtbar, da ist ein Orb, man sieht die Gesicht. Andere schreiben, man sieht nichts, aber eine geteilte Meinung, die einen das, die anderen das. Aber so oder so ist es auf jeden Fall eine ultra, ultra spannende Geschichte, die ja auch viel persönlichen Background hat. Deswegen, ich schreibe mir mal hier jetzt deinen Namen auf und die Geschichte, denn ich würde das jetzt einfach mal letztes Zeichen vom Opa nennen. Ja. Und an der Stelle, ey, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, absolut. Schick mir gerne das Original rüber, dann gucke ich mal mit dem Schnittprogramm rein. Kannst du mir gerne per Mail schicken, dann antworte ich dir da auch. Oder halt hier, wir bleiben per Discord in Kontakt, das geht auch. Ja, dann dazu müsstest du mal meine Anfrage annehmen. Ich habe dir vorhin schon eine geschickt. Oder Ruby oder was auch immer. Genau, ich gucke nach dem Stream auf jeden Fall mal rein. Und falls ich nicht mehr dran denken sollte, notfalls schickst du mir eine Mail und dann spätestens dann denke ich wieder dran. Okay, genau. In welche Mail ist das? Einfach die Info-Mail, oder? Kannst du die Info benutzen oder kannst in der Beschreibung ist bei mir beim YouTube, beim Livestream, da ist auch eine Mailadresse. Die Leon TV Business heißt die. Gut, alles klar, was dann weiß ich Bescheid. Ja, sehr geil. Ey, ich danke dir auf jeden Fall vom Herzen, Mann. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Kein Problem. Ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr mir so zahlreich zugehört habt. Auch an die Community. Ich wünsche euch viel Gesundheit, alles Gute für die Zukunft und das nur noch das Beste. Ja. Ihr habt's gehört, Freunde, ihr habt's gehört. So, ja, lasst mal alle ein Herz in dem Chat da, auf jeden Fall für Leon TV, der krasseste Motherfucker auf ganz YouTube ist. Junge, bester Mann, ey, ich brauch gar nichts mehr machen, du machst einfach Moderation ab jetzt, okay? Ja. Was ist das für Muten? Was? 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 Ey, jetzt mal Schluss hier, ey. Ich meinte, er verwechselt das mit Movie. Der krasseste Motherfucker. Der Skripex, der ist jetzt der krasseste Motherfucker und der hat jetzt den Kanal übernommen. Leute, ich bin raus für den Abend, ne? Ich bringe den Abend mit Lea. Skripex, du machst das, ne? Alles klar, ciao, ciao. Das ist nice. So, alles klar. Ey, Skripex, mein Guter, wir hören uns. Mach dir noch einen entspannten Abend. Jo. Fummel dir nicht so viel in der Hose rum. Das ist und gut. Wenn du es machst, dann mach es richtig. Gut. Alles klar. Ruby. Ciao, ciao, Bigfoot und Leon TV. Ciao. I love you. Peace out. Ciao. Ciao, ciao. War ein entspannten der Skripex, ne? War ein entspannten. Ja. Sehr, sehr entspannt. Aber auch richtig cool, dass er die Story mit uns geteilt hat. Ey, krass, gerade so persönliche Geschichten, das liebe ich ja, ne? Also, wenn Menschen bereit sind, das öffentlich mit uns zu teilen und zu erzählen, das ist ja ein exklusiver Einblick, den man ja so sonst nicht bekommt, ne? Und da bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar für, dass wir mittlerweile echt einige Leute in der Community haben, die echt... ja, so aus dem Nähkästchen plaudern und halt auch teilweise bei so persönlicheren und auch emotionaleren Themen nicht davor zurückschrecken und diese uns mit uns teilen, ne? Sehr, sehr cool. Doma schreibt, warte schon seit dem letzten Mal. Doma, du musst natürlich verstehen, dass du bestimmt nicht auch die Einzige bist, die seit dem letzten Mal wartet. Wir überlassen es dem halt immer dem Zufall, ne? Hubi geht halt rein, ich sag Stopp. Und dementsprechend sei bitte wirklich nicht böse, wenn du nicht schaffst, deine Geschichte zu erzählen. Ich würde sehr, sehr gerne alle eure Geschichten hören, aber wir haben natürlich auch nur das Ganze zeitlich nur etwas begrenzt. Das war jetzt die dritte Geschichte. Wir machen weiter mit der vierten, aber vorher einmal noch ein Dankeschön an Nata SDL für die verschenkte Kanalmitgliedschaft an der Stelle. Ne? Vielen, vielen lieben Dank.
Grüße an Nata. So, oder auch hier Wünsche in der Community oder so, nimm den oder die oder den, das können wir halt nicht nachkommen, ne? Das ist dem Zufall überlassen. Zufallsprinzip. Gut, bei ihm jetzt gerade muss ich zugeben, das war natürlich nicht Zufall, aber das war auch, weil ich die Story schon vorher kannte und als sehr, sehr spannend empfunden habe. Trotzdem, nächste Person ist wieder dem Zufall überlassen. Und ich würde sagen, Hubi, du entscheidest, mach irgendwas und ich sag Stopp. Dankeschön, Nata. Nata, mit 5 Euro nochmal. Dickes Dankeschön. Hubi, der Frauenheld hier, so sieht's ja aus, ha? Hubi. Ja, geil. Nein, ich danke dir, Nata. Und auch an Nina. Hat auch eine Kanalmitgliedschaft verschenkt. Vielen, vielen lieben Dank. So, let's go. Hubi, kann ich Stopp sagen? Öfters mit dir auf YouTube streamen. Kommt gleich dran. Ja, anscheinend. Ich muss euch mal was machen. Ja, also ich bin auf jeden Fall dabei, ja. Die Maus okay. Mutiert. Stopp! Okay, da haben wir den nächsten. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo, bitte sprechen Sie jetzt. 10. 9. 8. Zählt mit, Chat. 7. Tauchern. 6. Tauchern hat sich gemutet, wieder entmutet. Ah, noch einmal kurz die Möglichkeit geben, in die Spracheinstellung zu geben von Discord. Tauchern. Tauchern. Tauchern hat wohl Probleme. Tauchern. Okay, ich zähle jetzt runter. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tauchern, es tut mir leid. Es tut mir leid, Tauchern. Aber wir haben jetzt lange genug gewartet. Es scheint leider nicht zu funktionieren. Dementsprechend werden wir jetzt andere Personen sehen. Okay. Raus mit Tauchern. Es tut mir wirklich leid. Aber es scheint nicht zu klappen. Und nächste Person. Bist du ready, Hubi? Ich bin ready, ja. Okay, und stopp! Ines! Hallo? Moin, Hallöchen. Ines! Ja, hi! Was geht? Du musst auf jeden Fall den Stream ausschalten, den Ton. Ja, mach ich immer gerade. So, jetzt. Ey, was geht? Alles gut bei dir, Ines? Ja, soweit schon. Ich bin sehr aufgeregt. Ich wollte mich erst gar nicht trauen. Brauchst doch überhaupt nicht zu sein. Warum aufgeregt? Guck mal, wir machen hier einen entspannten. Oh Gott, das. Nee, Dreier-Talk. Dreier-Talk, so. Ja. Mit Hubi und mir ganz entspannt. Ignorier einfach die komischen Leute, die hier zwischendurch mal was im Chat schreiben. Hallo, schön. Ja. So. Also, meins ist jetzt nicht so eine richtige Horrorstory, sag ich jetzt mal. Also für mich schon, aber jetzt nicht so. Paranormalmäßig. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also, wenn es für dich eine Horrorstory ist, dann reicht es schon komplett aus, um sie einfach hier mit uns auf entspannt zu teilen. Und deswegen schieß einfach los und wir hören uns das Ganze gespannt an. Ich freue mich drauf. Ja, also, ich habe früher mal in einer Spielhalle gearbeitet. Das ist, das ist dann 2008 passiert. Da bin ich halt überfallen worden in der Spielhalle abends. Also ich hatte ganz normale meine Schicht und da kam halt dann noch ein Gast und der hat dann noch ein bisschen gespielt und ist dann rausgegangen. Dann war ich ein paar Minuten alleine, hatte dann mir mittags irgendwie Essen mitgenommen, chinesisch auch noch
und hatte mir das dann wieder warm gemacht und wollte gerade anfangen zu essen. Und dann ging halt die Tür auf und kam halt jemand rein, Kapuze, total vorm Gesicht. Ich konnte halt nur die Augen sehen. Und der kam dann halt um die Theke, hatte eine Waffe in der Hand und hatte die ganze Zeit halt so hoch und schrie dann Kasse auf, Geld her. Boah. Ja, dann hat er eben aus der Kasse das Geld genommen und sagte dann Tresor. Also er muss schon mal da gewesen sein, weil er genau irgendwo hingezeigt hat. Weil es weiß ja keiner, dass er jetzt Tresor unterm Schreibtisch so ist. Ja, dann habe ich den Tresor auch aufgemacht und hatte dann da noch alles rausgenommen und kam dann wieder hoch und hat dann mir sozusagen die Waffe in den Rücken gehalten und mich dann so durch die halbe Spielhalle geführt und hat mich dann in den Keller, wo die Toiletten sind, halt eingesperrt und war dann weg. Ja, ich habe dann da erstmal ein paar Minuten unten, also erstmal so total unter Schock und ich wusste jetzt nicht, was mache ich jetzt. Irgendwie habe ich das dann geschafft, dass ich die Toilette dann irgendwie aufgekriegt habe. Habe mich dann allerdings noch nicht wirklich nach oben getraut, weil ich nicht wusste, ob er noch da war. Und der Toiletten, also wo es zur Toilette runtergeht, da ist noch so eine Tür, ohne richtige Tür, so ein Vorhang aus so Holzfäden. Und wenn man da halt durchgeht, macht das ja Geräusche. Ja. Und dann habe ich mich auch erst nicht getraut, da durchzugehen, aber ich dachte, ich muss jetzt irgendwie was machen, weiß ich nicht. Irgendwann bin ich dann einfach doch durch den Vorhang gegangen und war dann halt wieder da im Thekenbereich. Also er war dann auch nicht mehr da. Und dann hat halt schon das Telefon geklingelt. Da war dann, weil ich hatte es vorher noch geschafft, also diesen stillen Alarmknopf irgendwie zu drücken. Da war dann irgendwie schon also diese Alarmzentrale dran, wo eben dann der Alarm hingeht. Und die sagten dann eben, ja, was passiert wäre. Und die Kripo wäre halt schon unterwegs. Ja, in dem Moment dann, wo ich noch am Telefonieren war, ging dann halt auch schon die Tür auf. Und dann kam die halt schon rein von der Kripo. Ja. Oh, ja, das heftig. War schon ziemlich heftig. Ja, aber Ines, ohne Scheiß, also du sagtest, das ist keine Horrorstory. Das ist für mich auch die Definition von einer Horrorstory, ganz klar. Ja, ich habe ja am Anfang extra auch gesagt, auch nicht nur paranormale Sachen könnten eine Horrorstory sein, sondern halt genau auch sowas. Ne? Erstmal an der Stelle, tut mir echt leid, was dir widerfahren ist. Ja, es geht ja noch weiter. Es geht noch weiter? Es geht ja noch weiter, ja. Okay, sorry, dann wollte ich dich nicht also unterbrechen. Das war dann, also ich bin dann ja halt eben auch krankgeschrieben worden. Ich konnte dann erstmal nicht arbeiten. Und eine Woche später ist meine Kollegin auch überfallen worden, also am gleichen Ort, ungefähr halt der gleiche Ablauf. Ja, war dann auch nochmal heftig. Ja, am Ende konnten die den aber nach einem halben Jahr später, also Ermittlungen und sowas, hatten die den tatsächlich dann auch fassen können, wo ich dann froh war. Weil ich konnte dann ja erst nicht arbeiten, weil man denkt ja dann auch immer, ja, der ist noch frei, der kann ja jederzeit wiederkommen. Aber als er dann gefasst wurde, war eben halt gut, dass der da halt nicht nochmal wiederkommen kann. Stellte sich auch am Ende raus, dass es halt ein Drogendunkie war und der halt nur Geld für seinen nächsten Schuss brauchte. Dem wären auch 10 Euro oder was genug gewesen. Ja. Ja, jedenfalls konnte ich, also 2008 war das, und ich konnte eigentlich die ganze Zeit auch ganz gut wieder arbeiten. Und 2020 bin ich dann erstmal wegen Burnout krankgeschrieben worden auf der Arbeit. Und war dann, das war im Januar 2020, und im März, so ging das ja dann auch mit Corona los. Und wissen wir ja alle, was dann kam mit Masken und sowas. Ja, und seitdem sage ich jetzt einfach mal, also ich bin seit 2020 krankgeschrieben, weil ich dadurch jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe, weil diese Masken und dieses Vermummen, dass es mich jetzt auch immer wieder daran erinnert, Scheiße. Wenn man die Leute nicht erkennt und ja, und seitdem bin ich krankgeschrieben und kämpfe jetzt mit allem,
Weil ja, mittlerweile ist Corona vorbei, aber trotzdem ist es irgendwie alles noch wieder da irgendwie. Boah, da, ey, irgendwie an der Stelle, das tut mir auf jeden Fall ultra leid, dass du da immer noch ja, so mit zu kämpfen hast. Und das ist natürlich ja, und das ist auch der Horror dann halt so, ne? Dann das, auch gerade abends, ich kann abends im Dunkeln sehr schwierig alleine rausgehen irgendwie, weil ich immer dann die Dunkelheit auch, weil das ja auch abends passiert ist. Und wenn irgendwelche Leute hinter mir sind, muss ich mich immer gucken. Wahrscheinlich noch, weil ich auch ja die Waffe im Rücken hatte und ja, es ist alles wieder hochgekommen jetzt. Ja. Ja, zumal man ja auch in so einer Situation nicht weiß, was passiert jetzt als nächstes, ne? Also, wer steht da? Wer ist hinter dieser vermummten Maske? Ist das eine Person, die vielleicht sogar die Waffe abdrücken würde, ne? So, man, also ich kann es voll und ganz nachvollziehen, warum das auch viele Jahre später einen immer noch sehr belastet, ne? Ja. Weil das ist ja, das gerade so dieses, wenn du abends rausgehst im Dunkeln, du siehst nicht, wer ist da gerade vielleicht vor dir oder sonst was. Ja. Ich kann es wirklich nachvollziehen und ich wünsche dir da einfach nur alle Kraft der Welt und das Allerbeste. Ja, vielen Dank. Dass du da weiterhin... Ich bin ja in Therapie und mach alles und... Ja, auch auf jeden Fall das Richtige und ich, wie gesagt, wünsche dir da einfach nur das Allerbeste und auch an der Stelle nochmal Respekt, dass du das auch hier mit uns teilst, ne? Auch so eine Geschichte aus dem echten Leben. Ich habe hier auch den ein oder anderen Kommentar zwischendrin gelesen, dass andere hier im Chat ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder andere schlimme, traumatische Dinge erlebt haben. Auch dafür natürlich an die Leute mein Beileid. Und da können wir wirklich nur froh sein, dass dir da nichts Schlimmeres passiert ist, Ines. Weil, also ich hatte mein Leben schon vorbei gesehen sozusagen. Mein Sohn war damals 9 und ich habe nur an meinen Sohn gedacht und dann jetzt bin ich gleich weg und so. Weil es hat sich zwar hinterher herausgestellt, dass es keine echte Waffe war, aber in dem Moment weiß man es ja nicht. Genau, ja. Also das ist immer die Gefahr. Das ist immer die Gefahr. Und du hast genau richtig reagiert, besser mitspielen und so, auch wenn es keine echte war. Das haben wir im Sicherheitswesen ja auch gelernt, ne? Auf jeden Fall. Sicherheit hin oder her, es geht nichts über das eigene Leben. So, da ist der Tresor am Ende des Tages scheißegal. Ne? Also in dem Sinne. Weil die sind versichert dagegen. Ja, das hatte die Pfeffin hinterher ja auch gesagt. Geld ist egal. Hauptsache ihnen geht's gut. Ja. Wie ist denn das? Bei so einer Spielothek ist das nicht, dass da auch ein Sicherheitsdienst ab einer gewissen Uhrzeit irgendwie sein muss? Ich kenne mich damit gar nicht aus. Das ist jetzt einfach mal als Leistung. Also bei uns nicht früher. Nee, es gibt zwar Spielhallen, aber das war eher so ein Familienbetrieb. Die haben gar nicht so viel Geld an. Vielleicht die großen Konzerne, die weiß ich nicht, wie viele haben, aber die hat ja nur 6 Spielhallen gehabt und da mehr so ein Familienunternehmen, da war jetzt nicht wirklich so ein Sicherheitsdienst. Was wir aber hinterher dann gekriegt haben, waren also so Außenkameras, wo man dann den Außenbereich sehen könnte und dann für abends auch, konnte man auch tagsüber machen, dass man also die Tür zumachen kann und dann wie an der Haustür so ein Türknopf da ist, zum Aufdrücken. Also wenn das dann damals nicht mehr gewesen wäre, wenn die das damals nicht gemacht haben, weiß ich nicht, ob ich dann da noch hätte arbeiten können, weil das ist ja dann gut, man macht dann die Tür zu und dann klingelt jemand und dann kann man ja erstmal sehen. Genau. Ist der jetzt vermummt, den lässt man da nicht rein. Richtig, ja. Das macht schon Sinn. Das sind so Kleinigkeiten, die aber halt schon dazu beitragen, dass man sich da einfach vom Grundsatz her sicherer fühlt. Ne? Aber was halt auch noch heftig war, dann da die Tür, die quietschte immer so. Und natürlich jedes Mal dann, wo ich dann wieder gearbeitet habe und die Tür aufging und die quietschte, war es damals auch am Anfang noch immer komisch. Ja, das glaube ich dir aufs Wort, ey, weil man halt immer wieder an diese Situation dann vermutlich zurückdenken muss, ne? Ja. Krass. Auf jeden Fall. Weiß man denn, woher er wusste, wo der Tresor ist? War er da vielleicht öfter irgendwie Kunde oder Stammgast? Also ich denke schon, dass er da vorher das mal ausgekundschaftet hat. Es kann ja nicht anders sein, weil ich kann ja direkt darauf zeigen. Der dann eine Woche nochmal später zurückkam und das mit deiner Arbeitskollegin gemacht hat. Ja, und dann auch meine Kollegin. Ja. Heftig, es gab wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, dass da irgendwie Sicherheitslücken sind oder so, ne?
Ja, er dachte, na, hat gut geklappt, mache ich nochmal so ungefähr. Mhm. Ja, aber skrupellos. Also es hat sich dann hinterher herausgestellt, also wie gesagt, dass es ein Drogenjunkie war und er war auf Bewährung draußen. 6 Monate, seit 6 Monaten war der draußen und innerhalb von den 6 Monaten hat er 13 Spielhallen und 5 Tankstellen überfallen. Boah. Das ist schon krass. Weiß also man, was er für eine Strafe bekommen hat? Oder kannst du das überhaupt sagen? Darfst du das sagen? Ja, ja, weiß nicht, ist ja jetzt eh alles schon. Ja. Also 13 Jahre plus anschließend Sicherheitsverwahrung. Mhm. Also die 13 gut, Jahre ja. sind vorbei, aber es ist immer noch Sicherheitsverwahrung. Ja. Richtig so. Ja. Ja, krass. Ja, das war schon heftig, ja. Heftige Geschichte. Dann, ja, ich notiere mir die jetzt auch einfach als der Überfall. Das, ich glaube, da wissen die ja. Leute schon, was damit gemeint ist. An der Stelle. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist auch ja, nicht selbstverständlich. Gut, ja. Und ja, wir haben dir auf jeden Fall alle sehr gespannt zugehört. Der Chat, der ist auch förmlich eskaliert. Also ich denke, ja, auch viele hier im Chat finden es sehr, sehr krass. Und ich habe auch hier viele liebe Nachrichten an dich gelesen mit alles Gute ja, für dich. Ja, ich habe das jetzt so, gar nicht verfolgt. Das hätte mich jetzt nur nervös gemacht wahrscheinlich. Ich habe so ein bisschen zwischendrin mitverfolgt ja. und die Leute, die haben das auf jeden Fall sehr, sehr gut gefunden, wie du es erzählt hast und wünschen dir da auch weiterhin alles Gute, ne? Ja, danke auch an den Chat. Gut, ja. Ines, dann würde ich sagen, ja. Dann wünsche ich dir noch einen sehr, sehr entspannten Abend und ja, wünsche ja. ich dir auch, dir Ruby auch und war weiter so. Ich feiere ja deine Videos und... Ja, das freut mich zu hören. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Ja. Also, wir haben da auch noch das ein oder andere coole Projekt geplant. Da wirst du dich bestimmt freuen ja. dieses Jahr noch. Erfolgen. Cool. Okay, dann noch einen schönen Abend euch, ne? Dir auch, wir hören uns. Ciao, ciao. Ja, danke. Ciao. Ah, auch sehr, sehr nette Frau, die Ines. Und krasse Geschichte vor allen Dingen auch. Ne, Leute, hier das beste Beispiel, dass es nicht immer nur paranormal hier bei den Horror-Stories sein muss, sondern es natürlich auch andere Arten von Horror-Stories gibt und das ist genauso eine Geschichte gewesen, ne? Also auch unfassbar spannend, unfassbar erschreckend vor allen Dingen auch und da wünscht man wirklich niemandem, dass so etwas passiert, ne? Nata SDL haut mal wieder 5 Euro raus, fragt, wann seid ihr beide wieder zusammen unterwegs? So für ein paar Tage wieder. Ihr seid ein Dreamteam mit Berker natürlich. Nata, erstmal danke ich dir vom Herzen und wir haben demnächst ein Projekt geplant und wieder länger unterwegs sind wir vermutlich, ja gut, kann man jetzt noch gar nicht sagen, da haben wir aber heute noch drüber gesprochen, ne Hubi? Ja, ja, aber das wird ja nicht das Einzige sein, oder? Nein, 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 das wird auf keinen Fall das Einzige sein, aber es sind Sachen in Planung, Nata, sagen wir mal so. Also demnächst kommt auch mal wieder was mit Hubi, da kannst du dich drauf verlassen. Ja, sehr cool. Bisher super spannende Geschichten, meiner Meinung nach. Super, super, super spannend. Heftig. Krass. Ja, was denn? Machst du eine Top 5 oder wie viele wolltest du noch machen? Nee, wir machen 6 Geschichten, haben wir gesagt am Anfang. Das heißt, 2 kommen jetzt noch. Okay. Ich würde sagen, wir machen wieder wie letztes Mal. Ich sag Stopp. Ja, Moment. Ich muss umswitchen. Ich zock nämlich nebenbei noch. Ja, ich sehe es hier bei Discord. Er zockt hier Ark Survival. Ascendant. Lass dich bloß nicht raiden, Junge. Lass dich bloß nicht raiden. Ach, ich bin unraidbar. Ich bin der Ruby-Kurva. Du musst einfach als Profilbild so ein Bild von dir in Real Life machen, dann raidet dich schon keiner. Okay, ich bin bereit. Also, okay. Maus läuft schon. Stopp! Tiny Kurumi. Wunderschönen guten Abend, Tiny Kurumi. Hallo. Hello. Können wir auch Laura, dann ist glaube ich einfacher. Okay, nennen wir dich Laura. Sehr schön. Ja. Schön, dass du da bist, Laura. Wie geht's dir? Oh, gut, nur sehr nervös. Ja, da bist du kein Einzelfall. Also, die anderen waren auch nervös. Aber glaub mir, wenn man ein bisschen plaudert, dann geht das ganz schnell wieder vorbei. Immer schön ein Schlüppchen atmen, dann passt das.
Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber gut. Welche Geschichte hat dir persönlich denn bisher am besten gefallen, wenn ich mal so fragen darf? Die gerade eben fand ich sehr heftig mit dem Überfall. Ja, ich glaube, die kam also, auch sehr überraschend, ne? Weil man denkt erstmal immer so an Paranormales und die war mal was ganz anderes. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ey, cool, dann du, denke ich mal, hast auch eine Horrorstory, davon gehe ich aus, oder? Genau, die ist mir selber passiert und zwar bin ich vor 3 Jahren zu meinem Freund gezogen. Seine Mutter hat ein Haus geerbt mit 3 Wohnungen, 3 Etagen und wir haben halt sozusagen eine eigene Etage bekommen. Kurz um davor zu sagen, in dem Haus sind schon, wir wissen von 5 Personen gestorben, vielleicht sogar auch mehr. Alles Verwandte von meinem Freund. Und wir haben halt die Wohnung von der Oma dann bekommen, die da gestorben ist, auch in dem Schlafzimmer. Und wir haben dann angefangen, die Wohnung zu restaurieren, weil halt die Oma ziemlich messy war und alles vollgestellt. Und dann fing es an, in der Wohnung komische Sachen zu passieren. Also es fing an, als wir die Eckbank restauriert haben von der Oma, die haben wir dann behalten. Und wir hatten einen kleinen Hund und der Hund hat immer die Eckbank angebellt. Gerade am Gegenabend und so. Und wussten wir halt nie, warum hat der Hund die Eckbank angebellt. Außerdem haben wir Schritte im Flur gehört, wo wir auch nicht wussten, woher kommen die jetzt und so weiter. Also so angebellt, als wenn jemand auf der Eckbank drauf sitzt? Genau, oder? Wo der Hund halt nicht kennt. Also ja, genau, so. Und das war auch nicht, also der Hund hat nicht jedes Mal, wenn er die Eckbank gesehen hat, die Eckbank angebellt. Deswegen war es sehr komisch. Also der hatte nicht Angst vor der Eckbank, sondern halt, wir hatten das Gefühl, er hatte Angst vor irgendwas, wo halt auf der Eckbank wirklich drauf sitzt. Und mein Freund hat dann auch, als er in der Küche war, eine Person hinter sich gesehen, wo er erst dachte, das wäre ich. Ich war aber in dem Moment gar nicht in der Wohnung. Was dann auch erst im Nachhinein dann, weil er mich dann gefragt hat, warst du das gar nicht? So, nee, ich bin gar nicht da. Was wir uns auch nicht erklären konnten. Und ein Kumpel, also ein Freund von uns, hat im Fenster, also im Wohnzimmer war halt, die Tür hat man halt im Fenster gesehen sozusagen. Also wenn man auf dem Sofa saß, hat man im Fenster die Tür sehen können. Und ein Kumpel hat da halt eine Gestalt gesehen und wusste aber nicht, was wir da schon alles so mitbekommen haben. Also unabhängig von uns jetzt, hat er da gesagt, er hat jemanden gesehen. Krass. Genau. Und dann kamen wir auf die dumme Idee, also es war wirklich eine dumme Idee, Gläserrücken zu spielen in dem Haus. Oh. Und mein Freund, also ich habe nicht mitgemacht, weil ich schon der Meinung war, nee, ist nicht so eine gute Idee. Die Freunde von meinem Freund waren an diesem Glas dran und es kam dann der Name von der Oma. Also wir haben dann gefragt, könntest du uns deinen Namen sagen? Und es kam dann der Name von seiner Oma, dabei raus. Und die Freunde wussten den Namen der Oma nicht. Und mein Freund war in dem Moment nicht mit der Hand am Glas dran. Ne? Am Anfang dachte ich wirklich, okay, die verarschen mich jetzt. Weil, keine Ahnung. Meist macht man so untereinander so spät, aber die konnten den Namen der Oma halt nicht wissen. Und das war halt dann so, wo ich dachte, okay, ist jetzt komisch. Dann kam noch ein italienischer Satz beim Gläserrücken bei raus. Die Oma war Italienerin. Wir haben es dann übersetzt. Das hieß dann, Rache ist auf dem Weg. Alter. Ja. Und es wurde uns dann langsam zu gruselig. Sie hatten Schwierigkeiten mit dem Glas im Kreis zu bleiben, wo wir dann gesagt haben, okay, wir beenden das, wir brechen das ab. Und dann sind halt danach noch ein paar Sachen passiert, wie die Musikbox ist einfach rausgegangen, obwohl sie gerade am Laden war. Also es kann jetzt gar nicht am Akku liegen, weil wie gesagt, sie war ja gerade am Laden. Und Fernseher ist noch ausgegangen, während wir einen Film geschaut haben. Und wie gesagt, die Schritte halt immer wieder und so. Und das hat dann aufgehört, wo wir dann wirklich ausgezogen sind. Danach hat es erst aufgehört. Und wir haben dann auch die Mutter von meinem Freund wohnt da noch und auch der Onkel von meinem Freund. Und die sagen auch selber, dass sie
komisch finden. Oder Sachen halt spüren, Sachen passieren, wo sie selber auch nicht erklären können. Also das, da bin jetzt nicht nur ich und auch nicht mein, nur mein Freund so der Meinung, dass da irgendwas ist, genau. Heftig. Also gerade, dass so viele Phänomene unabhängig voneinander passieren, ohne Absprache mit anderen, dass andere, die euch besuchen kamen, schon Sachen festgestellt haben, ohne dass ihr die vorher eingeweiht habt. Das mit dem Gläserrücken, boah, das ist schon, das ist sehr, sehr gruselig. Aber auch, ja irgendwie wie krass und heftig, dass bei dem Gläserrücken dann ja auch so akkurate Ergebnisse rauskamen, ne? Also, ich selber hatte so eine Situation noch nie, aber ich weiß zum Beispiel von Alex Xander Stories, der hat mir auch einiges über Gläserrücken und Ouija erzählt, weil er das mal eine Zeit lang ausgiebig ausprobiert und getestet hat mit ein paar Freunden von ihm. Und die Sachen, die er mir da erzählt hat, das ist fast eins zu eins, könnte das fast dieselbe Geschichte sein, wie du diese, die du jetzt erzählt hast, weil die da teilweise Sachen rauskamen, die konnte niemand in der Runde wissen. Außer eine außenstehende Person vielleicht, die aber in dem Moment nichts damit zu tun hatte. Und krass. Echt sehr, sehr krass. Du sagst auch, dass seitdem ihr ausgezogen seid, ist das komplett gar nicht mehr, ne? Also bei uns nicht mehr. Also wie gesagt, die Mutter wohnt da noch und da ist halt dann auch noch. Wir haben da dann auch, nachdem wir ausgezogen sind, das war jetzt vor 3-4 Wochen, die App ihr seid vor gar nicht so langer Zeit ausgezogen? Nicht von einem halben Jahr oder Jahr, aber wir sind vor 3-4 Wochen nochmal zurückgegangen, weil ich sehr viel deiner Videos schaue und dann dachten wir probieren die App mal aus, die Geister-App, und da kamen dann auch so Sachen raus wie getötet worden und keine Ahnung was, und das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, die Polizei war, wo die Oma gestorben ist, da, weil die mit einem Kissen auf dem Mund gestorben ist, also neben dem Bett, und es kam die Vermutung auf, dass die getötet worden wäre, und in der App kamen dann auch so Sachen wie getötet, und ich stand neben dem Schrank mit dem Handy und dann kam auch das Wort Schrank und komm näher. Genau. Okay, interessant. Also ich finde die App natürlich jetzt nicht so aussagekräftig wie eine Gläserrückensitzung, die ihr abgehalten habt, aber trotzdem natürlich interessant, dass dann auch wieder so passende Sachen dabei rauskommen. Genau. Ja, und jetzt gerade lebt, wer von aus deiner Familie lebt nochmal jetzt noch gerade in dem Haus? Also die Mutter von meinem Freund und der Onkel wohnen da noch. Okay, interessant. Und die erleben auch immer mal wieder irgendwie irgendwelche Kleinigkeiten, oder? Genau, also der Hund von der Mutter von meinem Freund, der ist zwar nicht in der Wohnung, wo so viel passiert, aber vom Garten aus kann man halt zu dem Fenster von der Küche schauen, wo auch mein Freund die Gestalt gesehen hat, und er bellt halt oft zum Fenster so hoch, also in Richtung Küche. Genau. Und der Onkel von meinem Freund hört auch öfters mal Schritte, oder die Katze guckt in irgendeine Richtung, starrt da richtig hin von ihm und so. Also die erleben beide auch noch ab und zu so Sachen, genau. Hier wird in Chat geschrieben, Overnight mit 3 Ausrufezeichen, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Gorgon, dieses Haus ist doch bewohnt, das ist kein Lost Place, aber ja, ich meine, tendenziell ist es natürlich immer interessant, dann der Sache mal mehr auf den Grund zu gehen mit paranormalen Geräten oder sonst was, aber ich bin dir auch ehrlich, ich weiß gar nicht, inwiefern das die Sache nur verschlimmbessern würde, weil nachher, das war ja ähnlich wie bei dem Gläserrücken, ne? Man hat das vielleicht einfach mal ausprobiert und dann hat es so krass funktioniert und dann kann man nicht mehr an nichts anderes mehr denken wahrscheinlich, ne? Genau. Also nach dem Gläserrücken, ich war eine Woche nicht mehr alleine, auch wenn mein Freund arbeiten gegangen ist, war immer irgendwer da, weil ich wirklich gar nicht mehr alleine in dieser Wohnung sein wollte. Kann ich voll nachvollziehen, ja. Ja, ich würde deine Geschichte einfach mal Gläserrücken geht schief nennen. Ja, klingt gut. Ne? Und ja, an der Stelle, ey, vielen Dank auch an dich fürs Teilen. Sehr, sehr spannend. Also auch der Chat hier hat es sehr, sehr interessant gefunden. Schreibt wirklich creepy, wird hier reingeschrieben. Und ja, krass, schon crazy. Bin ich froh, dass ihr da jetzt mittlerweile ausgezogen seid und ja, diese Phänomene halt nicht mehr da sind. Ne? Weil das ist natürlich auch nicht schön, wenn man da irgendwie dauernd irgendwie Angst haben muss, dass irgendwelche paranormalen Sachen passieren. Ja, ja? Das stimmt. Halt mich da gerne mal auf dem Laufenden. Vielleicht hören wir uns ja noch mal im halben Jahr. Dann kannst du berichten, wie es da
ja, da der Mutter von deinem Mann war das, ne? Und dem Onkel. Ja, Partner, genau. Genau. Ja. Wenn die da nochmal was erlebt haben oder so, dann kannst du da gerne nochmal berichten. Kann ich gerne machen. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Danke, Hubi, dass du nicht unterbrochen und ausgerastet bist. Ja, sehr nett. Heute ist Hubi Mann lieber, ausnahmsweise. Das kann auch nett sein. Der kann auch nett sein, ja. Was machst du heute noch, Laura? Außer Stream gucken vielleicht? Ja, Stream schon und nachher kommt noch ein Kollege von meinem Freund, die wollen dann zusammen streamen. Der streamt dann Rocket League. Ah, die streamen dann auch, oder was? Auf Twitch, oder? Genau, ja, auf Twitch. Die spielen Rocket League zusammen. Ja. Ja, cool. Ja, Rocket League habe ich auch lange nicht mehr gespielt, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Cool, dann wünsche ich euch noch einen entspannten Abend und Dankeschön. Euch auch. Ja, wir hören uns. Okay. Mach's gut. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Auch wieder mal eine sehr, sehr nette Dame mit einer spannenden Geschichte. Ey, Leute, wirklich, was wir heute an Stories haben, ne? Richtig cool, richtig cool. Ja, Toberan wundert sich auch gerade. Hubi kann nett sein, irgendwie, weiß nicht. Das wundert mich auch gerade total. Also, ich finde das das Paranormalste heute. Tatsächlich. So, ich würde sagen, letzte Person, ne? Machen wir letzte Horror-Story, oder? Leute, übrigens, das sei nochmal ganz wichtig, dass das gesagt ist. Wir werden natürlich wir werden gleich, wenn wir die letzte Story gehört haben, werden wir dann zusammen entscheiden, wer die beste erzählt hat. Die oder der Gewinner kriegt dann eine Holy Thermal Flasche und ein Probierpaket. Und wir gehen danach rüber auf Twitch und werden noch Reacts machen. Ne? Also auch da, der Abend ist natürlich noch nicht vorbei an dieser Stelle. Aber Hubi, ich würde sagen, du kannst dich ready machen für den Zufallsgenerator. Und dann sage ich wieder Stopp. Okidoki. Das heißt, ich sag Stopp. Stopp! Semper Invicta! Boah, ist bestimmt so ein Spruch, um einen Dämon zu beschwören. So. Das klingt so lateinisch irgendwie. Semper Invicta. Ist Invicta das doch lateinisch, oder? Ja. Aber ich bin immer nett. Devil hat's erfasst. Hallo? Semper Invicta, einmal unmute bitte. Sonst müssten wir wen anders nehmen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und nehmen wir ihn anders. Tut mir leid. Scheint nicht zu funktionieren. Angst vor Semper Invicta. Mittlerweile sind schon, guck mal, vier Leute hier im Talk-Channel. Quatschen die? Sollen wir einmal reingehen und hören? Komm, wir lauschen einmal, okay? Warte, okay. Was ist denn los? Hola, ¿qué tal? Jetzt ist mal Ruhe hier mit dem Geläster. Jetzt reicht es mal. Ne? Nee, Templar, genau du. Ne? Am Lästern bist du hier, habe ich gehört. Hä? Immer der fragt. Ja. Servus. Immer Spaß, ne? So, Hubi, sprich mal ein Machtwort bitte einmal. Also so geht das hier nicht, ne? Da schwinge ich gleich einen Bannhammer hier. Ja, okay. Mach mal an. Da habe ich aber ganz schön Angst, ja. Das ist, bei Hubi ist das die Banneiche. Oh, nein, das ist nicht gut. Der Bann. Fängt an, YouTube hört dich noch. Ach, scheiße, wir sind ja auf YouTube, nicht auf Twitch, scheiße. Twitch ist immer 18 plus, YouTube ist immer, Aber was macht ihr hier so? Talkt ihr ein bisschen, oder was? Aber von der Anreiche möchte ich nicht getroffen werden. Was getroffen werden? Ich möchte nicht von der Anreiche getroffen werden, die ist gefährlich. Nee, die ist auf jeden Fall gefährlich. Warte mal ganz kurz. Ja? Ja, das ist ja auch ein Riese, ne? Das ist doppelt gefährlich. Ja, das auf müssen jeden Fall wir ist Angst haben, doppelt dass so viel Wucht. Sonst. Guck mal, wie dann voll auf einmal der Talk-Channel ist, ne? Auf einmal kommen sie alle hier rein. Guckt euch das mal, ich muss das einmal im Stream zeigen. Guckt euch das mal an, wie voll auf einmal der Talk-Channel hier ist. Auf einmal kommen sie alle reingejoint. Hallo?
die Hologirl Fanpage existiert immer noch. Fanpage existiert noch. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß leider nicht, wer Yolo Girl ist. Tut mir leid. Kenn ich nicht. Ach so, ja, ja, die gibt's doch. Hallo? Bedeutet immer unbesiegbar. Alter, hier ist so viel los, ey. Alle kommen hier rein auf einmal. Ui, ist aber ganz schön was los, ne? Ich hab ein paar Sekunden vorher gesagt zum Templer. Leon, meine Mama steht auf dich. Echt? Oh. Ich richte mal liebe Grüße aus. Die sollen wir mal auf Instagram schreiben. Was wird das? Semper Invicta bedeutet immer unbesiegbar. Alter, ich glaube, das nimmt gerade langsam überhand. Hubi, wir gehen wieder nach oben, oder? Wir machen so. Ramboratte spukt bei der Großmutter, ja oder nein? So. Jetzt könnt ihr abstimmen für die erste Geschichte. So. Wir erinnern uns, Ramboratte hat uns erzählt, wie es bei der Großmutter zu mehreren unheimlichen Situationen gekommen ist, von dem knarrenden Boden bis hin zu Licht, welches flackert und ja, Schritte auch draußen vor dem eigenen Fenster, die sehr paranormal klingen. Wenn ihr findet, dass Ramboratte die beste Geschichte erzählt hat, dann stimmt für Ja ab. Wenn ihr findet, dass Ramboratte nicht die beste Geschichte erzählt hat, dann stimmt für Nein ab. Hubi, obwohl, frage ich dich jetzt schon, wer dein Favorit ist? Ich glaube, ich frage dich noch nicht. Wir wollen ja die Community nicht beeinflussen. Richtig. Hast du einen Favoriten? Vielleicht. Ja, das kannst du ja ruhig sagen, ob du einen hast oder nicht. Ja. Okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich muss zugeben, ich schwanke persönlich. Ich schwanke persönlich zwischen zweien. Aber ich muss dazu sagen, ich fand alle Geschichten heute unfassbar spannend. Sehr, 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 sehr spannende Geschichten. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde den Stream mega schade, dass ich erst so spät dabei sein konnte, schreibt Alex Alive. Ja, ey, alles easy. Aber natürlich, ich lasse den Stream auch wie immer online und werde nachher die Timestamps noch mit einbauen in den Stream, sodass man sich den Stream auch im Nachhinein gut geben kann und immer direkt zu den verschiedenen Stories springen kann, ne? So, ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Geschichte. Nämlich die nächste Geschichte war von der lieben Sophie. Und die liebe Sophie, die hat uns von der teuflischen Schattengestalt erzählt, die sie in ihrer gesamten Kindheit bis zur Jugend verfolgt hat, ja. Sie hat von vielen Situationen erzählt, wo sie ein komisches Geräusch gehört hat, wie so ein Grummeln, was von einem unbekannten Objekt kam. Sie hat öfter eine wirkliche Schattengestalt gesehen, sogar mit Hörnern. Auch wirklich eine absolute Gänsehautgeschichte. Wenn ihr findet, dass Sophie die beste Geschichte erzählt hat, dann stimmt jetzt für Ja ab. Wenn ihr findet, dass jemand anderes eine bessere Geschichte erzählt hat, dann stimmt jetzt für Nein ab. Ja? Wie gesagt, der oder die Gewinnerin erhält hier von Holy Energy, meinem Partner, eine Thermoflasche und ein Probierpaket. Deswegen viel Glück auf jeden Fall an alle und ja, das ist so ein kleines Dankeschön fürs Geschichten erzählen. Genau. Alle Stories waren mega spannend, schreibt Anni04. Danke an alle, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Umfrage beendet. Wir haben bei Sophie... Warte, ich muss einmal ganz kurz gucken. Was war oben? Was waren da die Ergebnisse? Scheiße, jetzt finde ich die Ergebnisse von der Umfrage oben nicht mehr. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass... Ah, da, Ramboratte. Genau, Ramboratte waren... 39, Sophie haben wir etwas mehr, da haben wir 57%. So, und dann haben wir vom guten Skripex, der ja auch ein Video mit dazu geschickt hat, haben wir auch eine sehr, sehr spannende Horrorstory gehört zum Thema mit dem verstorbenen Opa, der ja erst im Februar von uns gegangen ist. Und Skripex hat uns erzählt, dass seitdem immer wieder Sachen passiert sind, ja. Er teilweise sogar aufgewacht ist und gemerkt hat, wie ihm übers Gesicht gestreichelt wird. Wirklich, wirklich heftig. Und er hat uns auch ein Video mit dazu geschickt, wo man vermeintlich auch etwas zu erkennen scheint. Also wenn ihr findet, dass Skripex die beste Geschichte erzählt hat, dann stimmt jetzt für Ja ab. Wenn ihr findet, dass jemand anderes eine bessere erzählt hat, dann stimmt für Nein ab.
Und wir haben schon recht viele Stimmen hier an der Stelle. Auch sehr, sehr krass. Wir haben, ja, ich lasse jetzt noch mal ein, zwei Sekündchen. 144 Stimmen, 146. Aber ich würde sagen, das sind schon recht finale Ergebnisse. Wir haben hier für Skripex insgesamt. Und was sagt er, was sagt er, was sagt er? Ein Umfrageergebnis von... Hallo, YouTube? Ich weiß, aber es waren 60%. Da haben wir es. Ah, es waren 59%, um genau zu sein. Boah, guck mal, ganz knapp vor der Geschichte von Sophie gerade mit 57%. Ja, und dann haben wir eine Geschichte, welche wahrscheinlich hier am meisten heute aus der Reihe getanzt ist, aber auch unfassbar spannend, schockierend und womöglich auch belehrend war. Nämlich von Ines die Geschichte, wie sie nämlich überfallen wurde vor einigen Jahren. In einer Spielerhalle hat sich das Ganze abgespielt, sie war alleine dort vor Ort und jemand kam mit einer Waffe und vermummt, hat sie bedroht, sie sollte den Tresor aufmachen und sie schließlich dann im Keller eingesperrt. Ja, sie verfolgt das Ganze bis heute, was natürlich auch logisch ist, ne? In so einem Moment weiß man nicht, ob das Leben nicht vielleicht doch in der nächsten Sekunde vorbei sein konnte mit einem Schuss. Ihr entscheidet, wenn ihr findet, dass Ines heute die beste Geschichte erzählt habt, dann stimmt für ja ab. Wenn ihr findet, dass jemand anderes eine spannendere Geschichte eurer Meinung nach erzählt hat, dann stimmt für nein ab. Ja. Wir haben hier tatsächlich, wie ich das beurteilen kann, bisher die stärksten Umfrageergebnisse mit insgesamt über 150 Stimmen jetzt, die alle auf 64, 65% sagen ja. Das heißt, ich beende jetzt die Umfrage. Wir haben hier ein Endergebnis von 64%. Und wir machen weiter mit der vorletzten Geschichte, nämlich von Laura. Laura hat uns nämlich erzählt, wie sie in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung, ich weiß es gerade nicht mehr zu 100%, verschiedene paranormale Phänomene erlebt haben, ja, und dann teilweise auch Freunde von ihnen dort waren und unabhängig davon, dass sie ihnen die paranormalen Phänomene erzählt haben, haben die Freunde auch die paranormalen Phänomene erlebt. Daraufhin haben sie Gläserrücken gespielt und es kamen unfassbar passende Antworten raus, von dem Name der Person bis hin zu italienischen Sachen, da die Person Italienerin war, beziehungsweise die Oma. Und das natürlich auch wieder ein heftiges Erlebnis, gerade mit Gläserrücken. Und ja, wenn ihr findet, dass Laura die beste Geschichte erzählt hat, stimmt ihr für ja ab. Wenn ihr das nicht findet, dann stimmt ihr mit nein ab. Ne? Hier haben schon verschiedene Leute verschiedene Favoriten. Sophie, GG, Skripex war beste. Also heute wirklich, die Geschichten sind dann auch alle sehr, sehr nah mit den Bewertungen aneinander ran. Ich würde sogar tatsächlich sagen, dass wir gleich nur die Top 3 nehmen und da wirklich eine Top 3 Bewertung machen, um das wirklich nochmal final festzustellen. Ja, so, letzte Geschichte. Also Laura hat 53% bekommen. Letzte Geschichte war gerade eben von Patrick. Ja, Patrick hat uns die Geschichte mit dem Ouija-Brett erzählt. Patrick war jemand, der selber nie ans Paranormale geglaubt hat. Und dann bei einem seiner Freunde hat er dann das Ouija-Brett ausprobiert und daraufhin sind bei ihm zu Hause selber super viele Dinge passiert, die er sich nicht erklären konnte, von Geräuschen bis hin zu einem Wasserhahn, der angegangen ist und so weiter. Und das eben, ja, auch ihn mehr oder weniger davon überzeugt hat, dass es da draußen irgendwas gibt, was paranormal sein muss, weil er sich das sonst nicht erklären kann. Wenn ihr findet, dass Patrick heute die spannendste Geschichte erzählt hat, dann stimmt jetzt für Patrick ab. Ansonsten stimmt für nein ab. Ne? Es ist tatsächlich 50-50 hier bei Patrick gerade, sehe ich. Sehr, sehr spannend, die Umfrageergebnisse. Ich glaube, wir haben aber schon eine Gewinnerin. Wir machen das Ganze jetzt aber wie folgt. Ich beende das jetzt und wir machen nochmal ein Top-3-Rating. Ich mache jetzt nochmal eine letzte Umfrage. Wer hat die spannendste Geschichte erzählt? Wir hatten nämlich, die Top-3 sind nämlich wirklich super nah aneinander dran.
Ja, wir haben nämlich Ines mit dem Überfall. Dann haben wir Skripex mit dem letzten Zeichen von dem verstorbenen Opa. Und dann haben wir noch Sophie mit der Schattengestalt. Alle von den Prozentzahlen super nah aneinander ran. Deswegen machen wir jetzt noch mal eine finale Abstimmung für die Top 3. Hier wird auch richtig schon in den Chat geschrieben, alle Geschichten haben Gänsehautfaktor absolut. Da kann ich dem Ganzen nur zustimmen. Und ja, vorhin wurde auch noch eine Frage in den Chat gestellt, dass da eine Location mir zu empfehlen ist, die noch sehr, sehr heiß und unberührt ist. Wenn sowas der Fall ist, schreibt mir unbedingt eine E-Mail, Leute. Bei Instagram habe ich keine Übersicht. Unbedingt eine E-Mail schreiben und dann notiere ich mir das. So, wir haben aber ein finales Ergebnis und das ist ja schon ähnlich wie das, was wir auch gerade hatten. Und zwar haben wir eine Gewinnerin, nämlich die gute Ines. Die gute Ines hat mit ihrer Geschichte heute die meisten überzeugt und die meisten fanden die Geschichte von Ines am spannendsten. Jetzt weiß ich nicht, ob Ines gerade noch da ist, sonst kann Ines gerne nochmal in den Warte-Channel kommen und ganz kurz mit uns sprechen. Da ist sie doch sogar. Guck mal, wir können ja auch die Top 3 eigentlich reinholen. Wir holen Sophie, Ines und Skripex. Ist Skripex noch da? Den sehe ich gerade nicht. Sonst Ines, hallo? Hallo? Ines! Mensch! Ja, hi! Hast du gesehen, was gerade passiert ist? Ja, habe ich gesehen. Du hast laut der Community heute die spannendste Geschichte erzählt. Und somit hast du eine Kleinigkeit gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Das ist ja super, da freue ich mich echt. Dann habe ich jetzt neben dem Mystery Shaker auch noch den Thermoshaker, das ist ja cool. Auf jeden Fall. Hast du eine bestimmte Vorliebe, was für ein Probierpaket du haben möchtest? Wir haben das Energy, Eistee und das Hydration, hätten wir zur Auswahl. Also ich würde gerne mal das Eistee probieren, weil Energy habe ich schon probiert. Ja, perfekt, und, super. Ja. Dann jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Schickst du das wieder an Hubi und er versendet das? Nee, das geht direkt von mir aus hier, weil das würde keinen Sinn machen. Das Achso, aber würdest du da vielleicht auf dem Holy-Paket noch unterschreiben? Ich kann dir eine Autogrammkarte mit dazulegen oder wenn du es willst, kann ich natürlich auch... Nee, die habe ich schon beim Shirt gekriegt, die Autogrammkarte. Ah, okay. Aber trotzdem. Ich kann dir natürlich auch auf dem Shaker hier unterschreiben, wenn du magst, ne? Wie du möchtest. Ja, ich weiß nicht, wenn man den einmal spült, dann geht das bestimmt ab. Ja, stimmt, ab. Dann geht das auch ab, ne? Das ist auch doof. Worauf ich also, weil die Packung haben? Würde ich dann behalten. Lieber auf der Packung. Von dem Eistee dann. Von dem Holy Eistee dann auf der Verpackung. Genau. Kann ich sehr, sehr gerne machen. Ich krieg auch jetzt die Frage, ich krieg auch demnächst, ich weiß nicht, ob diese Woche oder nächste Woche noch, neue Autogrammkarten, weil ich nachbestellen musste. Die sind auch in einem neuen Design. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine dabei packen. Dann würde ich das aber jetzt nicht noch diese Woche rausschicken, dann schicke ich das erst raus, wenn die neuen Autogrammkarten da sind. Ne? Ja, wie du magst. Sehr gerne. Okay, dann machen wir das so. Ja, sehr gerne. Guck mal, die Leute schreiben auch alle hier in den Chat, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann freue ich mich, dass du dich freust. Du müsstest mir einmal dann am besten hier auf Discord per Privatnachricht einmal deine Adresse zukommen lassen dann. Ne? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Perfekt, super. Okay. Dann, Ines, ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Abend, ja? Ja, wünsche ich dir auch. Wir hören uns ja oder lesen uns gleich noch auf Twitch. Genau, so sieht's aus. Wir machen es gleich auf Twitch weiter. Ja. Alles klar. Alles klar. Dann bis dahin, ja? Ciao. Ja, okay, bis dann. Ciao. Hubi, jetzt sag mal, wer war dein Favorit? Tatsächlich das mit, also ihre, aber also ihre und die von Dingens, von mit dem Dämon, der in der Ecke saß. Ja. Also ich muss auch sagen, ich fand die Top 3 auch wirklich so, da war ich mir auch nicht sicher, ne? Sophie, Skripex oder Ines. Aber ich fand Ines auch schon, glaube ich, am stärksten, einfach weil es auch so mal aus der Reihe getanzt ist. Sowas liebe ich halt. Und fand ich schon. Aber generell heute, wie gesagt, alle super, super spannende Geschichten. Und ja, an der Stelle, ey, Hubi, danke, dass du auch mit dabei warst. Ja, sehr gerne.
gehen jetzt langsam aber sicher rüber. Viel Spaß beim Zocken noch an der Stelle, außer du bist halt bei Twitch noch zwischendurch da mit am Start. Aber, ja, aber Freunde, wir gehen jetzt rüber zu Twitch, machen weiter mit Reacts. Ich habe schon sehr, sehr spannende Reacts-Videos rausgesucht für euch. Ich freue mich darauf. Ich schicke hier auch einmal den Twitch-Link für euch in den Chat, dass auch die Leute, die sonst vielleicht kein Twitch haben, jetzt mal mit rüberkommen können. Das ist ja nämlich eine Frechheit, dass ihr noch kein Twitch wart. So. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal wieder Zuschauer-Horror-Stories. Es hat übelst Spaß gemacht. Ich liebe es einfach, mich mit euch zu unterhalten und eure Geschichten zu hören. Wirklich, Leute, es gibt für mich Livestream-mäßig fast nichts Geileres, weil man auch mal so den persönlichen Kontakt mit euch ein bisschen hat. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt gleich hier auf Twitch. Und ja, ich sage, bis gleich, meine lieben Freunde. Bis gleich.